Schönen guten Abend. 7. Nachhaltigkeitsdialog und zum zweiten Mal hier im Heimathafen in Wiesbaden. Der Nachhaltigkeitsdialog der Landeshauptstadt Wiesbaden. Wir dürfen wieder den Anker sozusagen werfen im Heimathafen zu einer intensiven Diskussion, zu einem intensiven Hafen über die Mobilität von morgen. Und auch wenn es nicht um Schifffahrt gehen wird, in erster Linie, der Heimathafen ist immer eine gute Adresse für diesen intensiven Austausch, um den es heute Abend gehen soll. Und ich begrüße ganz herzlich Martin Randelhoff, der heute einen ganz spannenden Input geben wird zu unserem Thema Stadt in Bewegung. Herzlich willkommen, Martin Randelhoff. Vielleicht kurz aufstehen, damit Sie alle sehen. Er ist einer der visionärsten Mobilitätsexperten Deutschlands. Das kann man mit Fug und Recht so sagen. Er hat einen Blog, aber später noch ein paar Worte mehr, wenn er dann seinen Vortrag halten wird. Und ich möchte jetzt nämlich direkt überleiten, damit das auch schnell losgehen kann, zu Dominik Hoffmann, dem Hausherrn hier des Heimathafens, und dann auch natürlich zu unseren beiden Verkehrsexperten sozusagen der Stadt Wiesbaden. Ich begrüße natürlich auch sehr herzlich den neuen Verkehrs-, Umwelt- und Grünflächendezernenten Andreas Kowoll. Es ist der erste öffentliche Auftritt, wo Ihnen die Bürgerinnen und Bürger Löcher in den Bauch fragen können, oder? Ja, wir sagen mal, es ist der erste, es klingt gut. Okay, also es ist der erste, ja gut. Und wäre Wiesbaden ein Bus, dann wäre er mal Fahrer, mal Kontrolleur und mal würde er sich unter die Fahrgäste mischen. Ich begrüße auch Oberbürgermeister Sven Gierig. Und damit gebe ich weiter zu Dominik Hoffmann, bitte mit seinem Grußwort. Ja, also auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Den Zukunftsthemen haben wir uns hier im Heimathafen ja verschrieben. Und wir haben herausgefunden, man muss eigentlich nur die richtigen Leute zur richtigen Zeit zusammenbringen. Und dann entsteht eigentlich immer was Spannendes daraus. Und so wünsche ich mir das auch heute Abend. Also hoffe ich jetzt mal drauf, dass hier die richtigen Leute zur rechten Zeit zusammengekommen sind. Martin Randelhoff habe ich in meinem vorigen Leben, vor Heimathafenzeiten, ja, die gab es, schon auf dem Schirm gehabt. Ich habe damals ein Online-Portal auch geleitet zum Thema Zukunft der Mobilität. Und wir hatten eher so das Thema Lifestyle. Wir haben dann irgendwelche Testfahrten gemacht und haben gesagt, ach, wie toll ist E-Mobilität und es fühlt sich alles so schön an und ist auch so schön gestaltet. Und dann hatten wir Hoffnung und Angst, dass Martin das liest, weil er war so der, der richtig Substanz und er kennt die Technik und kennt sich aus mit den Systemen dahinter. Und deshalb freue ich mich sehr, dass auch diese Wege heute wieder zusammenfinden. Herzlich willkommen auch von mir aus. Der Heimathafen ist und will ein Ort sein, wo sowas stattfindet. Ein Raum voll mit Leuten, mit guten Ideen, die wichtige Themen diskutieren, auch gerne kontrovers diskutieren. Und wie Sie sehen, ist es irgendwie einigermaßen nett hier, aber schon auch eng, und wir hoffen, das in Zukunft lösen zu können. Stichwort altes Gericht. So, das war's von mir auch schon mit den Spitzen für den Abend und dann gebe ich direkt weiter an Sven Gierig. Schön, dass du wieder hier bist. Herzlich willkommen. Ja, danke lieber Dominik für die Möglichkeit, ein weiteres Mal sich mit dem Thema nachhaltige Stadt hier im Heimathafen beschäftigen zu können. Auch ich freue mich immer, wenn die Bude voll ist. Das ist gemütlich, das erzeugt Wärme, Nestwärme hätte ich jetzt fast gesagt, wenn es darum geht, wie bewegt sich die Stadt in Zukunft. Das soll heute unser Thema sein. Ich finde, die Stadt ist ziemlich in Bewegung geraten in den letzten Jahren. Der Blick von außen spricht zwar immer noch von einer verstaubten alten Stadt, aber der Blick von innen, glaube ich, ändert sich doch zunehmend. Das ist gut so. Untertragen so Orte wie der Heimathafen und der kreative Spirit dahinter sicherlich ein ganzes Stück weit dazu bei. Auch ich bin heute ganz gespannt auf den Input, den uns Martin Randelhoff nachher geben wird, mag aber die Gelegenheit nutzen, wenn Stadt in Bewegung ist, dann hat es eben auch mit Mobilität zu tun. Mobilität ist eines der Grundbedürfnisse von uns Menschen. Wir bewegen uns durch die Stadt und brauchen das Thema Bewegung wie die Luft zum Atmen. Und wir tun es auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Auch wenn Wiesbaden in den letzten Jahrzehnten vielleicht als die letzte Autostadt verschrien war, merken wir doch in den letzten Jahren deutlich, dass sich da was tut. Die Menschen bewegen sich mit dem Fahrrad durch die Stadt, sie tun das mit dem Segway, sie tun das immer
öfter auch multimodal. Sie fahren meinetwegen mit dem Bus zum Hauptbahnhof und mit der S-Bahn weiter in die Region. Das ist also etwas völlig Normales geworden, unterschiedliche Verkehrsmittel miteinander zu kombinieren. Und das führt uns in den Diskussionen, durchaus auch politisch, aber auch in der Gesellschaft in den letzten Jahren, immer wieder auch an Grenzen, da wo es eben mit der Mobilität noch nicht so gut klappt. Ich brauche die Stichworte Fahrradverkehrsnetz oder die Diskussion um eine Stadtbahn, glaube ich, nur kurz anzureißen, um jedem von Ihnen klarzumachen, dass wir da durchaus ein paar Baustellen haben, die wir in den nächsten Jahren gemeinsam abarbeiten wollen. Ich bin da sehr, sehr dankbar, dass wir von unglaublich vielen Playern auch außerhalb der politischen Parteien durchaus auch Druck bekommen. Das tut der Politik manchmal auch gut, wenn Themen heiß und mit Emotionen diskutiert werden, weil im letzten Ende erzeugt auch das Wärme, eher ein bisschen Reibungswärme, aber Reibungswärme kann einen dann auch nach vorne transportieren. Deswegen bin ich da unglaublich dankbar dafür und bin vor allen Dingen ganz gespannt, ob uns Martin Randelhoff etwas dazu sagt, ob unser Thema Stadtbahn denn tatsächlich noch ein Modell der Zukunft ist. Ich bin davon überzeugt, aber bin mal gespannt, wie er dazu steht und wie die Diskussion heute Abend verläuft. Ich freue mich, heute die erste gemeinsame Veranstaltung quasi mit meinem neuen Kollegen im Magistrat zu haben. Bin ganz gespannt, wie er sich heute Abend schlägt. Hab gar keine Angst, dass er das ausgesprochen gut machen wird, weil das Thema Verkehrswende ist nicht nur ein grünes Thema, ist auch ein besonderes Thema, glaube ich, von Andreas Kowohl. Und in diesem Sinne wünsche ich uns wirklich einen tollen Abend und gute Diskussion. Ja, vielen Dank, Sven. Dann bin ich auch schon dran, Ihnen ein kurzes Grußwort zuzurufen. Baustellen ist ein gutes Stichwort. Komm hier rüber, da ist keine Sonne. Ich gehe dann auf den sonnigen Platz. Weil wenn Sie heute in der Stadt unterwegs sind, bei diesem wunderschönen Wetter, stellen wir doch fest, diese Stadt ist einfach klasse. Sie ist wunderschön, sie hat eine hohe Aufenthaltsqualität. Das Leben macht richtig Spaß, gerade bei so einem Wetterchen dieser Stadt, wenn nicht die ganzen Autos wären. Weil in der Tat, wenn Sie mal jetzt aktuell auf unseren Hauptverkehrsstraßen unterwegs sind, wenn Sie sich anschauen, was in den Wohnquartieren Rheingauviertel hier um die Ecke überall so stattfindet, dann werden Sie feststellen, wir haben eine wunderbare Bausubstanz. Wir haben tolle Menschen in dieser Stadt. Wir haben eine Stadtgesellschaft, die, glaube ich, sehr intakt ist. Aber wir haben auch eine Reihe von Problemen, die sich gerade auch im Verkehrsbereich abspielen. Und wenn ich jetzt spätabends im Rheingauviertel noch einmal mit dem Rad entlangfahre, dann ist das wunderschön anzusehen. Schöne Baumalleen, schöne Häuser, hier und da auch Menschen unterwegs und ansonsten nur Blech. Und das zeigt sehr gut, wie wir in dieser Stadt ein Verkehrsproblem haben, das wir in irgendeiner Form lösen müssen. Der Oberbürgermeister hat es angesprochen, es ist ein großes Thema Citybahn auf der Agenda stehen seit einiger Zeit. Wir hatten ja schon mehrere Anläufe zu einer Stadtbahn. Wir haben natürlich das Riesenproblem, dass in dieser Stadt es nicht wirklich Spaß macht, Rad zu fahren. Gerade auch in der Innenstadt, in den ländlichen Regionen im Osten sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es ja sogar noch Ortsbeiräte, die lehnen Radwege ab, weil sie das alles so toll finden. Dann schaue ich mir wiederum die Verkehrsnutzung an in den östlichen Vororten. Dann haben wir da bis zu 80% Motorisierungsgrad. Das ist ganz ordentlich. Hier um die Ecke sind es nur 30%. Und das zeigt natürlich den Spannungsbogen sehr gut. Im Osten 80% aller Menschen, die dort über 18 sind, haben ein Auto zur Verfügung. Hier in der Innenstadt sind es dann zum Teil nur 30%. Und genau in diesem Spannungsbogen bewegen wir uns hier in dieser Stadt. Der Radverkehr muss dringend ausgebaut und eine viel bessere Möglichkeit bekommen, hier in der Innenstadt insbesondere, seinen Anteil am Verkehr auch zukünftig aufzubauen und so weiter. Und trotzdem werden wir daraus, und da hoffe ich mir heute auch die eine oder andere Anregung, dann ein Problem bekommen, wenn viel mehr Menschen in der Innenstadt mit dem Rad fahren, auch die Busspuren zum Beispiel mitnutzen, dann wird es natürlich für den Busverkehr wieder ein bisschen schwieriger, durch die Stadt zu kommen. Aber auch der motorisierte Individualverkehr, das Auto, wird gewisse Probleme bekommen. Und deswegen müssen wir uns den sehr knappen Raum in der Innenstadt anders aufteilen. Wir müssen dem Radverkehr Raum geben. Wir müssen hier und da über das Parken neu nachdenken. Wir müssen uns über auch Kosten sehr deutlich unterhalten und wir erwarten gerade den Haupt- und Finanzausschuss. Ich bin extra hingegangen, um mal zu gucken, wie sich die finanzielle Entwicklung der Stadt darstellt. Das sieht nicht schlecht aus, kann ich Ihnen schon mal zurufen. Ich nehme an, dass es morgen auch in einigen Zeitungen stehen wird. Und das ist natürlich eine Ausgangssituation, die uns in die Lage versetzt, mit durchaus erheblichen finanziellen Mitteln hier neue Wege zu beschreiten. Da ist die Citybahn, da ist der Radverkehr zu stärken.
Aber da müssen wir uns auch um den Fußgängerverkehr viel stärker noch beschäftigen, weil wenn Sie mal bei diesem Wetter jetzt in der Stadt unterwegs sind, überall da, wo Menschen sich fußläufig bewegen können, in wunderbarer Baustruktur, in einer tollen Innenstadt, dann ist überall da, wo kein Auto fährt, die Aufenthaltsqualität extrem gut. Der Radverkehr dient natürlich auch, um diese Aufenthaltsqualität mit guter Mobilität zu verbinden. Und dann hoffen wir uns natürlich mit einem Citybahn-Projekt auch dann die Leistungsfähigkeit im ÖPNV anbieten zu können, vielen Besuchern der Stadt, aber auch den Bewohnern der Innenstadt, dass wir in der Lage sind, zukünftig auch bei einem Wachstum, und das ist ja tatsächlich der Fall, wir wachsen von der Bevölkerung her, wir wachsen von den Arbeitsplätzen her, wir wachsen von der Mobilität her, auch aus dem Umland kommen immer mehr Menschen in diese Stadt hinein, und dafür brauchen wir adäquate Angebote. Das ist die Citybahn, so die Überzeugung der Stadtpolitik. Ich hoffe, viele Bürger werden wir mit dieser Überzeugung auch noch erreichen können, sodass am Ende eine breite Mehrheit in der Stadtgesellschaft für dieses neue innovative Verkehrssystem auch ist. Wir brauchen einen emissionsfreien Verkehr. Es gibt das Thema Elektromobilität, da hoffe ich mir auch den einen oder anderen Hinweis. Wir sind natürlich auch mit dem Thema Brennstoffzellentechnologie, gerade auch beim Bus unterwegs. Sie wissen, SW will emissionsfrei werden, eine der ersten Stadtwerke bundesweit, die sich auf diesen Weg gemacht haben. Ich glaube, das sind gute Ansätze, um weitere Ziele zu erreichen. Es geht nämlich nicht nur darum, dass unsere Stadt noch lebenswerter wird, dass wir noch besser unseren sehr begrenzten Raum in der Stadt auch dann zum Wohle der Menschen nutzen können und nicht nur für den Autoverkehr zur Verfügung stellen, sondern es geht auch darum, dass die Luftschadstoffsituation gerade hier in der Innenstadt deutlich verbessert wird. Das ist ein dringendes To-Do. Wir haben Stickstoffdioxidwerte, die sind ungesund. Und wir haben auch das Problem des Lärms aus dem Kfz-Verkehr. Und auch damit müssen wir uns auseinandersetzen, weil in einer Innenstadt entsteht hier und da natürlich auch Lärm. Aber der vermeidbar ist, nämlich der aus dem Kfz-Verkehr, den sollten wir wirklich versuchen anzugehen. Ich danke Ihnen und jetzt geht's los. Ja, herzlichen Dank für die Grußworte. Die Leitplanken sind sozusagen gesetzt. Eines möchte ich nachholen. Sebastian Bösel ist mein Name. Ich bin Redakteur beim Südwestrundfunk und ich werde nachher die Diskussion begleiten und ein bisschen leiten, weil wir ja möglichst viele Aspekte ansprechen wollen und Fragen beantwortet haben wollen. Und jetzt Martin Randelhoff, lassen Sie mich ein paar Worte noch sagen. Dominik Hoffmann hat eine persönliche Connection schon gehabt. Herr Randelhoff studiert Raumplanung an der TU Dortmund. Ich sagte, er ist einer der innovativsten Köpfe, was Mobilitätsthematik betrifft. Er hat nämlich seit 2010 einen Blog. Er bloggt dort über Mobilitätsthemen, vor allem Themen natürlich der Zukunft. Es geht um innovative Stadtkonzepte, um autonomes Fahren ist, glaube ich, gerade auf der Seite. Zukunft-mobilität.net ist seine Adresse, auch auf Twitter unterwegs. Und man kann auch direkt hier retweeten, wenn man sich hier einloggt. Das geht auch alles und mitdiskutieren nachher, aber dann auch hier in der Diskussion. Er wird genau ein paar Fragen möglicherweise beantworten. Der Erwartungsdruck ist groß, Herr Randelhoff, habe ich gehört. Sie müssen hier die Probleme der Stadt Wiesbaden lösen. Wie das geschehen kann, möchte ich jetzt nicht lange auf die Folter spannen. Bitte schön, Martin Randelhoff. Danke sehr, dass ich hier sein darf. Ich bin das erste Mal in Wiesbaden und ich habe mir den Nachmittag Zeit genommen, bin mal 3 Stunden durch Ihre schöne Stadt spaziert. Hat mir schon sehr gut gefallen, was ich gesehen habe, zumindest das meiste. Gab so ein paar Ecken, da dachte ich mir, naja, gut, hier könnten Sie noch ein bisschen was machen. Aber ich glaube, wenn ich so den beiden Herren zugehört habe, der Rahmen ist gesteckt und wenn Sie das alles umsetzen, was Sie gerade skizziert haben, da wird Wiesbaden sicherlich auch eine große, große Zukunft haben und noch eine lebenswertere Stadt für die Bewohner wie auch die Besucher werden. Stadt in Bewegung, wie gesagt, wir sind beim Nachhaltigkeitsdialog. Mein Thema ist eigentlich ganz klassisch die Verkehrswissenschaft und die Stadt- und Raumplanung. Das bedeutet, ich versuche beide Gebiete zu verbinden. Zukunft der Mobilität, das heutige Thema. Ich muss immer damit anfangen, Zukunft der Mobilität ist nichts, was sozusagen von oben herabsteigt, was uns ja mit irgendetwas konfrontiert. Also wenn man sich mit ganz vielen Leuten unterhält, die von größeren Verkehrsunternehmen sind, von Konzernen, Automobilindustrie, Startups, der Politik und so weiter, dann hört sich das immer so an, naja gut, wir kriegen irgendwie einen technologischen Wandel und die Zukunft der Mobilität ergibt sich irgendwie als Ableitung daraus.
Also sprich, wir stehen irgendwie im Sturm, um uns herum ändert sich die ganze Welt, die ganze Mobilitätswelt. Automatisiertes Fahren wurde ja schon genannt, Elektromobilität ist ein anderes Thema und die ganzen anderen ja, Begleitumstände, die eben auch auf uns zukommen. Und wir müssen damit klarkommen, wir müssen das irgendwie zusammenstöpseln. Das stimmt nicht. Zukunft der Mobilität ist etwas, was vor Ort gestaltet wird. Das kommt aus der lokalen Bevölkerung heraus, kommt der Impuls, kommt die Forderung, okay, so wollen wir in Zukunft leben, so wollen wir vor unserer Haustür die Straße haben, so möchten wir uns in unserer Stadt eben bewegen und fortbewegen. Diese Anforderungen haben wir eben zum Beispiel, dass unsere Kinder sich alleine auch im Straßenverkehr bewegen können oder dass Ältere auch problemlos jeden Bordstein hochkommen und auch selbstbestimmt ihr Leben führen können. Mobilität, ich möchte kurz mal sagen, worum es mir geht. Mir geht es jetzt nicht rein um den Verkehr und um irgendwie diesen technologischen Wandel, sondern mir geht es bei Mobilität um mehr. Mir geht es einmal natürlich um den klassischen Verkehr, aber mir geht es auch um den Raum. Mir geht es darum, wie ist Stadt aufgebaut, wie schaffen wir es vielleicht auch verschiedene Nutzungen lokal miteinander zu verknüpfen. Das nächste Thema ist Planung. Ich bin klassisch Planer, die Stadt plant die ganze Zeit, im Dezernat wird die ganze Zeit geplant. Die Frage ist nur, ist das, was wir machen, eigentlich Planung? Also sind wir eigentlich nicht nur die ganze Zeit in Kommunen dran, irgendwie mit dem Status quo irgendwie klarzukommen, nur noch zu reagieren, weil irgendwie sich wieder was ändert, irgendwie ein Problem wieder auf uns zukommt. Wir denken über 5, 10 Parkplätze nach, darüber bricht uns die ganze Welt sozusagen zusammen, wenn wir ja über die Umnutzung zum Beispiel zu Radfahrstreifen oder Radwegen debattieren. Aber wir denken gar nicht über das große Ganze nach. Und was ist Planung eigentlich oder was sollte Planung sein? Planung sollte eigentlich dafür da sein, ein Prozess, der fachlich fundiert, auf objektiven Kriterien, im Zusammenspiel mit der Bevölkerung, mit den verschiedenen Interessengruppen, eben einen Plan entwirft und auch in die Umsetzung geht. Und in der Verkehrsplanung, in der Stadtplanung ist es so, dass die Entscheidung, die wir heute treffen, Stadt und Mobilität für mehrere Jahrzehnte vordeterminiert. Das, was wir heute bauen, steht 30, 50 Jahre. Die Gebäude, die wir heute errichten, stehen 20 bis 100 Jahre. Die Strukturen, die wir heute in unseren Städten etablieren, existieren für die nächsten Jahrzehnte, wenn nicht sogar ein ganzes Jahrhundert. Und das ist das, worüber wir sprechen müssen. Wir haben teilweise geplant, ja in den 60er Jahren, nach dem Krieg oder auch in den 50er Jahren, autogerechte Stadt, das war das städtebauliche Ideal. Was hat das mit unseren Städten gemacht? Wir haben eben nicht geplant, wir haben eben nicht darüber nachgedacht, okay, was bringt das oder welche Folgen hat es, wenn wir heute zum Beispiel diese Entscheidung treffen, auch für die Zukunft, und ist das, was wir hier gerade machen, wirklich das Richtige und ist auch, ja, kann auch reagieren. Strukturen, die reagieren können, wenn sich eben die ganze Welt vielleicht auch weiterentwickelt und weiterdreht. Planung ist, wie gesagt, eine Aufgabe, die aus der Bevölkerung heraus irgendwie natürlich eine demokratische Legitimierung braucht, aber die auch Impulse braucht. Und was wir auch sehen ist, Planung ist vor allem dort sehr ja, erfolgreich, wo sich eben die Bürgermeister vorne an die Spitze stellen, wo die Verkehrsdezernenten sich vorne an die Spitze stellen, wo sie die Verwaltung mitbegeistern können, die Politik mitbegeistern können, sei es jetzt aus Stadtratebene runter bis zu den Ortsbeiräten und wo sie auch natürlich die Bevölkerung aufklären können, wieso diese Politik, wieso diese politische Entscheidung so getroffen wird und was die Folgen sind, sowohl pro wie auch contra. Jede Entscheidung hat immer zwei Seiten, sie geben dem einen natürlich was und nehmen dem anderen was weg, so ist die Welt nun mal, aber das kann man durch Kommunikation eben auch gut darstellen. Und man muss einfach mal so in ja, das europäische Umfeld schauen. Paris, London, Kopenhagen, Barcelona, Mailand, Wien. Das sind alles diese Metropolen, die wir ganz groß immer sehen in der Verkehrspolitik, wo sehr viel passiert, wo die Innenstädte autofrei werden, wo das Seine-Ufer in Paris den Menschen wieder zurückgegeben wird. Statt Schnellstraße ist dort jetzt ein Strand und wo einfach diese Aufenthaltsqualität vorhanden ist, wo die Menschen gerne sind, wo die Einzelhandelsumsätze explodieren und so weiter und so fort. Diese ganzen Folgen, die damit kommen, wenn Menschen sich irgendwo bewegen, das ist durchgefochten worden von einigen wenigen, die eben verstanden haben, dass sie jetzt eben an diesem Punkt stehen und dass sie mit sehr, sehr ambitionierten Zielen, ambitionierter Politik, die aber sehr klar umgesetzt wird und wo sehr klar Verantwortung übernommen wird, eben wirklich gut durchsetzbar ist. Wir haben ein großes Thema natürlich, was wir gerade auch planen, das ist nun mal die Energiewende, die ja jeder von uns kennt.
Wir wissen mittlerweile, dass die Energiewende alleine nicht reichen wird. Wir müssen jetzt mal allmählich anfangen mit der Wärmewende. Das ist das zweite große Thema. Und natürlich mit der Verkehrswende. Die Verkehrswende ist eigentlich älter als die Energiewende. Sie ist nur noch unattraktiver für den Menschen. Bei der Energiewende, da ändert sich das Endprodukt nicht. Der Strom aus der Steckdose, der kommt aus dem Wind, vom Windrad, der kommt aus dem Kernkraftwerk oder aus dem Kohlekraftwerk, das merken wir persönlich nicht. Aber unser Verkehrsverhalten, unsere Mobilität vor Ort, da sind wir direkt damit konfrontiert, dass sich etwas ändert. Dass wir eben nicht mehr den Parkplatz vor der Haustür haben, dass wir doch vielleicht Radfahren sollen oder dazu sozusagen angeregt werden, diese schöne Verkehrsart zu nutzen, zu Fuß gehen und so weiter. Da sind also Menschen damit konfrontiert, dass sie ihr Verhalten auch anpassen müssen, sollen oder am besten wollen. Und deswegen ist die Verkehrswende auch so ein Thema, was wahrscheinlich noch ein Zacken schwieriger wird, auch in der Umsetzung, als die Energiewende. Und wir wissen ja schon, wie schwierig diese Energiewende ist. So, wieso müssen wir das eigentlich ganz machen? Also ich habe das alles mal zusammengefasst. Ist natürlich jeweils in Einzelpunkten sehr, sehr gravierend. Klimawandel natürlich. Eng damit verbunden ist natürlich auch diese Frage nach unserer Energiesicherheit. Wir sind nun mal ganz stark abhängig von einem Energieträger, Rohöl, der in geostrategisch, geopolitisch sehr schwierigen Gebieten liegt. Da ist es eben immer noch so die Frage, okay, die ganzen politischen Konflikte, die damit einhergehen und so weiter, ist denn das auch das, was wir akzeptieren wollen? Können wir das auch als Volkswirtschaft, als Deutschland, die halt sehr stark auch von Energie abhängig ist, unser alltägliches Leben, unser Wirtschaften, unser gesellschaftlicher Zusammenhalt, das ist ja ohne Energiezufuhr eigentlich gar nicht vorstellbar mehr. Können wir uns das leisten, dass wir da vielleicht auch in dem Risiko leben, dass wir eben auf wenige Jahre hinweg da einen massiven Umbruch bekommen? Das nächste Thema, natürlich mit diesem Umbruch verbunden, Energiepreise, damit auch ganz eng verflochten, die soziale Frage, das haben wir heute ja schon, dass Menschen eben ihre Stromrechnung nicht mehr richtig bezahlen können. Das haben wir heute schon, dass Menschen eben, zurzeit sind die Spritpreise relativ gering, aber was passiert denn, wenn wir wirklich so einen Schock bekommen? Was passiert denn dann auch sozial und wie sollten wir uns da vielleicht auch aufstellen, um eben auch zukunftsfähige Strukturen zu haben? Und natürlich eng damit verbunden unsere Frage Wohlstandsniveau und Lebensstil. Das ist ja das, was wir immer gerne so kennen, was wir auch bewahren wollen. Hat auch wieder gewisse Einschränkungen, gewisse ethische Fragen, gewisse organisatorische Fragen, die mit einhergehen. Aber das ist sozusagen ja auch so ein Konsens, der irgendwie in der Gesellschaft herrscht, dass wir irgendwie dieses Wohlstandsniveau als gegeben akzeptieren und nur die wenigsten das hinterfragen und auch die Frage stellen, auf welcher Basis basiert es denn? Und das ist meistens die Verfügbarkeit von günstiger Energie. Ich zeige Ihnen jetzt mal kurz Zahlen, das werden jetzt nicht so viele sein, aber ich möchte Ihnen kurz nochmal darstellen, was ist denn eigentlich so die Entwicklung der Treibhausgasemissionen. Das ist jetzt mal für die Bundesrepublik Deutschland dargestellt, 1990 bis 2050. Der allgemeine Trend geht so leicht zurück, das ist auch gar nicht das Wichtigste, was ich Ihnen zeigen möchte. Ich möchte Ihnen eigentlich die vorletzte Spalte zeigen, das ist der Verkehr. Wir waren im Jahr 1990 bei 164 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent. Wir sind im Jahr 2015 bei 161 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent gewesen. Das bedeutet, wir haben innerhalb von 25 Jahren es geschafft, 3 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent einzusparen im Verkehr. 3 Millionen von 164. Das Reduktionsziel, was wir haben, ist 80-95%, eben perspektivisch bis 2050, beziehungsweise 40% bis 2020. Der Verkehrssektor ist der einzige Sektor in Deutschland, der es nicht schafft, seine CO2-Emissionen bzw. die Treibhausgasemissionen nachhaltig zu reduzieren. Schauen Sie sich an, Haushalte 132 auf 86, kann man nehmen. Industrie 187 auf 127, ist auch die richtige Richtung. Energiewirtschaft 427 auf 335, die Energiewende, kann man auch nehmen. Verkehr hat sich nicht was getan. Wiesbaden, genauso interessant. Verkehr 1990 642.500, 2013 707.300. Da haben Sie sogar den gegenläufigen Trend. Da haben Sie eine Steigerung der CO2-Emission. Sie haben also letztendlich in den 25 Jahren es in dieser Stadt nicht geschafft, irgendwie eine Verkehrswende einzuleiten, wenn Sie die CO2-Emission als Basis nehmen. Und das ist sozusagen, das schauen Sie sich die anderen Bereiche an. Sie haben bei den Haushalten auch eine Einsparung gehabt. Sie haben bei der Wirtschaft auch eine Einsparung gehabt. Nur im Verkehr haben sie sogar eine Steigerung gehabt. Und das ist sozusagen die Frage, die Sie beantworten müssen als Gesellschaft. Ist das das, was Sie sozusagen,
bereit sind zu akzeptieren oder möchten Sie eben vielleicht eine ambitioniertere Verkehrspolitik, Umweltpolitik oder möchten Sie vielleicht auch mal über sich persönlich nachdenken, welche CO2-Emissionen, welchen CO2-Fußabdruck Sie haben und welchen Verkehrsanteil Sie haben und wie Ihr Verkehrsverhalten sich vielleicht auch in den letzten Jahren verändert hat. Kann man noch ein bisschen weiterziehen, Verkehr. Wir sind den ersten Punkt, den muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Das hängt einfach damit zusammen, dass in Wiesbaden anscheinend sehr viele Pkw zugelassen sind. Mehr als sozusagen im Schnitt. Die müssen nicht unbedingt hier verkehren, die müssen ja nur zugelassen sein. Die können also auch in Hamburg fahren oder in München. Sie kriegen sozusagen die CO2-Emissionen draufgepackt. Deswegen nehmen Sie mal die Zahl nicht so wichtig. Aber schauen Sie sich mal an, 92.700 Menschen sind in Wiesbaden tagsüber lärmbelastet. Und das ist nicht der Schienenverkehrslärm, das ist der Straßenverkehrslärm. Das ist ein Drittel der Bevölkerung. Und das ist ein Thema. Und 57.000 Menschen nachts. Und Lärm, das ist das, was wir maßlos unterschätzen, die Gesundheitsfolgen von Lärm. Lärm ist ein massiver Treiber unseres Blutdrucks, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter, hat sehr viele vorzeitige Todesfälle auch statistisch gesehen zur Folge. Das gleiche wie beim Stickstoffdioxid. Also meine These ist ja immer, wenn wir das Stickstoffdioxid-Thema jetzt so ein bisschen aus der Öffentlichkeit rausbekommen, vielleicht in 3 bis 5 Jahren, mal gucken, wie schnell das geht, dann wird wahrscheinlich mal irgendwann der Lärm kommen. Also ich glaube fest daran, dass der Lärm das nächste Thema ist, was auch noch auf die Kommunen zukommt. Und da kann man sich ja heute schon etwas gut oder besser aufstellen. Luftreinhaltung ist ja, wie gesagt, das ganz große Thema, was seit Dieselgate, Abgasskandal und drohenden Dieselfahrverboten jetzt in ganz Deutschland am Eskalieren ist. Das ist aber nichts, was wir eigentlich nicht wussten. 2008 ist die entsprechende EU-Richtlinie beschlossen worden, die gilt ab 2010, hat bis 2015 einen Übergangszeitraum gehabt, also hat man 5 Jahre Zeit gehabt, was zu machen. Jetzt sind wir im Jahr 2017, alle sind erstaunt. Hätte man auch besser wissen können, wenn man es gewollt hätte. Man hat sich natürlich auch immer darauf verlassen, okay, die Industrie, die verspricht uns hier entsprechende Reduktionswerte, Reduktionsziele. Naja, die werden die schon schaffen. Und dann haben wir kein Problem mehr in unserer Kommune. Technologischer Fortschritt wird es lösen. Man konnte natürlich nicht ahnen, dass auf kriminelle Art und Weise illegal da irgendwie manipuliert wird und diese Werte, die dort eben auf dem Papier erschienen sind, absolut nicht erzielt werden. Und das Problem haben jetzt die Kommunen. Das Problem existiert jetzt, wenn das Bundesverwaltungsgericht noch dieses Jahr die Zulässigkeit von den entsprechenden Fahrverboten bestätigt. Das sieht nicht schlecht aus. Das kann also wirklich auf uns zukommen. Und dann sind ganz viele Kommunen im Druck, relativ schnell auch etwas zu machen. Man versucht ja so ein bisschen rumzurudern. Also in der Presse liest man immer, ja, die Politik, wir haben jetzt da ein paar Ideen, einen neuen Luftreinhalteplan und so weiter und so fort. Dann steht dann so tolle Sachen drin. Ja, liebe Verkehrsunternehmen, rüstet mal bitte eure Dieselbusse auf Elektrobusse um, weil das bringt uns total viel. Oder wir fördern jetzt den Radverkehr, jetzt endlich mal. Oder wir fördern den Fußverkehr. Das sind immer sozusagen diese wohlfeilen Worte, die dann aber nicht wirklich mit Maßnahmen unterlegt sind in den meisten Kommunen. Und besonders zum Thema Elektrobus muss ich mal was sagen. Also Hamburg hat heute den neuen Luftreinhalteplan zur Öffentlichkeitsbeteiligung freigegeben. Da haben sie mal alles durchgerechnet. Hamburg ist auch eine Stadt, die sehr stark im ÖPNV auf Busbereich setzt. Also die haben eine U-Bahn, haben keine Straßenbahn, Stadtbahn, sondern dann eben den Busbereich noch. Und dort hat man dann rausgefunden, dass wenn sie die komplette Flotte der Hamburger Hochbahn auf Elektroantrieb umrüsten, da schaffen Sie eine Reduktion von Stickstoffdioxid von 0,3 bis 0,5 Milligramm pro Kubikmeter. Alternativmaßnahme, Dieselfahrverbote, 10 Milligramm pro Kubikmeter. Sie müssen einen Wert von 40 Milligramm pro Kubikmeter einhalten. Der liegt in Hamburg dann je nach Straße höher, bei 45, bei 55. Wenn Sie die Dieselfahrverbote also umsetzen würden. Die reichen auch nicht auf einzelne Straßen. Die müssen sie flächendeckend einführen, weil sonst haben sie die Ausweichverkehre und haben dann sozusagen die Parallelstraßen im Verkehr. Das bringt aber nichts, weil das trägt es wieder zurück. Das bedeutet, sie müssen eigentlich flächendeckend rangehen. Aber sie schaffen es eigentlich nicht mit solchen Maßnahmen wie, okay, Elektrifizierung des Busverkehrs. Schaffen sie nicht. Das sind so minimale Werte, die sie da rauskriegen. Wir denken immer, der Dieselbus ist so dreckig, der stinkt so. Nee, es ist die Masse eben, die es macht. Und es ist eben die Masse an Fahrzeugen. So. Nächste Diskussion, ja, Dieselfahrverbote, das können wir nicht machen, weil wir brauchen einen Diesel für den Klimaschutz. Der ist CO2-effizienter in der Motorentechnik,
Und deswegen brauchen wir den. Also er liegt ungefähr so 23% unter dem Benziner, wenn sie sozusagen Kilometer fahren. So. Das mag, also motorenphysikalisch stimmt das auch. Jetzt schauen wir uns mal an, ja, was ist denn eigentlich durchschnittlicher CO2-Ausstoß neu registrierter Pkw in Deutschland? Das Dunkle ist der Diesel, das Helle ist der Benziner. Hä? Seit 2007, shit, der Diesel-Pkw, hä? Mehr CO2 pro Kilometer als der Benziner bei den zugelassenen Fahrzeugen in Deutschland? Wie kann denn sowas sein, wenn der Motor effizienter ist? Hä? Ist gute Sache, genau. Die Durchschnittsleistung, immer kW abgetragen und einmal das Gewicht. Das Dunkle ist der Diesel, das Graue ist der Durchschnitt in Gesamtdeutschland, das Helle ist der Benziner. Bei Benziner haben Sie ungefähr noch CO2-Potenziale von 45%. Da können Sie über verschiedene also sozusagen Steuerung der Ventile, der Einspritzventile und so weiter, können Sie noch sehr viel rausholen. Beim Diesel ist eigentlich das Ende der Fahnenstange erreicht. Folge: Das Argument, wir brauchen es für den Klimaschutz, zieht nicht, weil es real bringt der Diesel uns keinen Vorteil in dem Bereich. Folge daraus: Wir brauchen entweder den Benziner oder wir brauchen eben Elektromobilität oder wir brauchen andere Kraftstoffe, sei es jetzt Erdgas oder sei es was anderes, die vielleicht auch biogen sind, die uns hier die CO2-Emissionen wie auch die lokalen Luftschadstoffemissionen drücken. Das ist sozusagen das, was wichtig ist. Und ja. Genau. Ja, aber Sie würden den mit Benzinmotor nicht kaufen in der Größe, weil es wäre für ihn viel zu teuer. Also wir können es kurz ab. So. Ja, Sie interpretieren es richtig. Aber die Frage ist eben eher, was haben wir für Größen für Fahrzeuge? Und nicht sozusagen, was steckt für einen Motor drin. Und das ist eben auch dieses Thema bei Effizienz, also es gibt ja die Effizienzstrategie. Wir versuchen sozusagen den Status quo mit effizienterer Technologie irgendwie zu behalten. Liter weniger. Da ist aber so allmählich das Ende der Fahnenstange erreicht. Das ist sowohl im Wärmebereich bei Neubauten erreicht und das ist natürlich auch bei Pkw mittlerweile erreicht. Und deswegen müssen wir uns halt darüber überlegen, okay, schaffen wir es eben, die Konsistenzstrategie zu fahren, andere Antriebsarten? Oder eben noch besser die Suffizienzstrategie, dass wir eben wegkommen von diesen Größen, von diesen Gewichten, die wir da haben, oder auch von der Nutzungsintensität. Das ist sozusagen halt die Frage. So. Kurzer Trip, wenn Sie jetzt überlegen, sich einen Pkw zu kaufen, kaufen Sie sich keinen Diesel. Also ernsthaft, das Bundesverfassungsgericht hat ja schon mal bei Altlasten entschieden, wenn für Sie absehbar ist, dass Sie sozusagen vielleicht auf Fahrverbote kommen und Wertverluste erleiden und Sie kaufen das jetzt trotzdem, dann kann es sein, dass Sie keinerlei Schadensersatzanspruch gegenüber wem auch immer haben. Also das kann Sie auch persönlich trotzdem dann Geld kosten, wenn Sie glauben, das wird schon vorbeigehen. Das geht nicht mehr vorbei. Das wird eher noch gravierender werden. So, kurz nochmal gesagt, wir haben es ja immer auch in diesen Thematiken, ja, okay, wir müssen neue Angebote schaffen, ÖPNV ausbauen, Rad ausbauen und so weiter und so fort. Verkehr funktioniert meistens halt nicht so. Menschen sind halt sehr fahrtabhängig. Wir lernen unser Verkehrsverhalten eigentlich so seit Kindes an. Es gibt ungefähr 7 oder 8 Punkte, wo Sie als Mensch in Ihrem Leben mal Ihr Verkehrsverhalten ändern. Das ist dann, wenn Sie irgendwie Brüche in Ihrer Biografie haben. Wenn Sie von zu Hause ausziehen, wenn Sie anfangen zu arbeiten, wenn Sie Familie gründen, wenn Sie in eine andere Stadt ziehen, einen neuen Job haben, ins Rentenalter eintreten. Das sind diese Brüche. Und an diesen Brüchen könnte man Sie erwischen, dass Sie Ihr Verkehrsverhalten ändern. Da sind Sie aber ganz, ganz fix auch drüber hinweg. Und deswegen gehört es nicht nur dazu, dass Sie in diesem Moment ein gutes Angebot bekommen. Der ÖPNV, der für Ihre Haustür fast hält, oder der Radweg, der da ist, die gute Radverkehrsinfrastruktur, die guten Radabstellanlagen. So, es gehört auch dazu, dass Ihnen sozusagen die Alternative zu diesem vielleicht etwas unkomfortabler erscheinenden Verkehrsarten etwas schwieriger gemacht wird. Und das bedeutet eben auch den Wegfall von Parkplätzen. Das bedeutet eben auch die Parkraumbewirtschaftung. Das bedeutet eben auch die Reduktion der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten und so weiter. Und das hat nicht nur einen Effekt auf die Ökologie, sondern es hat auch einen Effekt auf den eingesetzten Steuereuro. Wenn Sie 1 Euro in den ÖPNV investieren oder in den Radverkehr und Sie schaffen es durch so leichten Druck, den Effekt noch zu hebeln, haben Sie natürlich voll gewonnen.
Da kriegen sie dann aus einem investierten Euro statt 4 Euro Nutzen vielleicht sogar 8 raus. Das ist sozusagen das, was man auch mal mitdenken muss. Also das heißt immer, ja, wir fördern mal so ein bisschen, aber wir dürfen dem Pkw-Autofahrer nicht wehtun. Nein, andersrum. Wir fördern das eine und wir schauen, dass wir diese Investitionen so gut wie möglich auch ja, zum Blühen bekommen. Dass sie möglichst intensiv auch genutzt wird, dass wir auch diesen Nutzen haben. Und dafür sollte man eigentlich auch als Politiker kämpfen. Das hat sogar, wenn wir es der FDP erklärt, haben die sogar auch verstanden. Ja, da müssen wir ein bisschen mehr reden. So, ich wurde ja auch gebeten, nochmal über das Thema Digitalisierung zu reden, weil es ja ganz stark kommt und auch wegen Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Also Digitalisierung ist eigentlich in der Stadt was ganz Tolles, weil sie haben überall in der Stadt irgendwelche Informationen, Datenströme, Sensorströme, jeder Punkt, jeder Mensch, jedes Fahrzeug, das sich in der Stadt bewegt, produziert Daten. Und diese Daten können Sie heute nutzen. Die können es auf ganz unterschiedliche Weise nutzen. Sie können zum Beispiel endlich mal wissen, wie sich Ihre Fahrgäste in Ihrem ÖPNV-Netz bewegen. Das ist relativ spannend. Da sehen Sie dann jederzeit, wie viele Personen, wie viele Fahrten unternehmen, von wo bis wo die kommen, wie Ihre Fahrzeuge ausgelastet sind. Das ist ein schönes Ergebnis. Zweites Thema, Navigation, hier mal für den Radverkehr. Wir haben ganz großes Problem in der Verkehrsplanung im Fuß- und Radverkehrsbereich. Und das ist, wir wissen nicht, wie sich die Leute in der Stadt bewegen. Wir wissen so viel über den Pkw, wie sich Kfz bewegen. Wir zählen die, wir messen die, wir modellieren die, alles und so weiter und so fort. Wir wissen aber nicht, wie sich die Menschen sozusagen in der Stadt bewegen. Wenn Sie diese Apps benutzen, dann können Sie dann sozusagen so schöne Bilder rausmachen. Das ist jetzt für Hamburg. Ich habe leider jetzt für Wiesbaden keins rausgesucht, aber es gäbe es bestimmt auch. Aber hier sehen Sie halt, wie sich die Fahrradfahrer einfach mal in ihrer Stadt bewegen, wo sie einfach die Umwege fahren, wo sie vielleicht auch prioritär ausbauen sollten und so weiter. Und das sind sozusagen halt die Informationen, die sie auch brauchen, um eben wieder Infrastruktur effizient und effektiv errichten zu können. Nächstes Thema, wir haben es ja Infrastruktur, hat was mit Bauen zu tun. Man muss die Fehler nicht mehr machen, die bisher gemacht wurden, wenn Sie ein Großprojekt bauen. Sie können diese Projekte heute komplett vorab in 3D bauen, bis zur kleinsten Schraube. Und Sie können diese 3D-Modelle nicht nur für die Planung nutzen. Sie können nicht gucken, okay, habe ich irgendwelche Leitungstrassen, die dann irgendwie mit irgendwas in Konflikt bekommen oder irgendwelche Gewichte, die nicht halten. Sondern Sie können das natürlich auch in der Bürgerbeteiligung oder in der Kommunikation einsetzen. Also das ist jetzt ein Beispiel aus London. Dort hat man Crossrail gebaut für 21 Milliarden Pfund. Das größte Eisenbahnprojekt Europas ist im Zeitplan, ist im Kostenplan und die haben vorab komplett das Ding in 3D, jede einzelne Schraube gebaut. Und deswegen haben die auch weniger Probleme. So, das nur mal dazu gesagt, was auch Digitalisierung kann. Weil wir reden immer, ja, okay, es gibt eine App, die leitet mich, dazu komme ich noch, aber das sind sozusagen die richtigen tollen Sachen, wo die Musik spielt. Also ich habe jetzt mal mit Drohnen Städte vermessen und 3D modelliert und auch mal über eine Kreuzung gestellt, Fußgänger automatisch gezählt, welche Richtung die machen. Das sind Daten, die können Sie sonst nicht erheben. Aber Sie können mit denen so viel machen. Das ist unfassbar, was heute möglich ist, wenn man es eben benutzt. Und man kann Planungsentscheidungen, wenn Sie zum Beispiel an Stadtplanungsamt oder ans Verkehrsdezernat oder Dezernat, genau, herantreten, können sagen, ja, hier, ich habe irgendwie ein Problem oder ich möchte das irgendwie mal, gefühlt ist da irgendwas und ich verstehe es halt nicht. Und die packen mal die Drohne für 5 Stunden da hoch und die messt einfach mal, was da so passiert. Dann kriegen sie die Daten und man kann eine Entscheidung treffen. Das ist unfassbar, wie schnell man da heute an quantitative, objektiv ermittelte Daten kommt. So, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ich habe es leider nur auf Englisch, aber ich fand diese Grafik so toll. Da steckt mal alles drin, was sich heute mit Digitalisierung und Nachhaltigkeit, also sozusagen zum Thema Nachhaltigkeit und auch Luftreinhaltung und so machen können. Es geht sozusagen um eine Echtzeitmessung, was ist gerade in meiner Stadt los. Und nicht nur, was ist gerade in meiner Stadt los an Menschen oder Gütern, die sich bewegen, sondern auch, was ist an meiner Stadt los an Umweltfaktoren. Wie ist die Feinstaubbelastung, wie ist die Stickstoffdioxidbelastung und so weiter und so fort. Und dann mit diesen Daten, wenn ich das weiß, kann ich dann Entscheidungen treffen. Und das wird jetzt für manche etwas unschön, aber es ist sozusagen das, was wir jetzt eigentlich theoretisch können. Wir können eine Access Regulation, das bedeutet, wir kappen die Anzahl von Fahrzeugen, die zu einem gewissen Zeitpunkt in unserer Stadt ist. Das ist vor allem im Innenstadtbereich sehr interessant, weil sie möchten dort eigentlich Staus vermeiden. Das ist immer das, was gesagt wird, ja, wir brauchen einen fließenden Verkehr, weil dann haben wir weniger Emissionen. Diesen fließenden Verkehr schaffen sie halt, wenn sie die Zahl der Fahrzeuge begrenzen, weil dann können sie immer den Status halten, dass alle Fahrzeuge jederzeit sich bewegen können. Beispiel Zürich, die machen das.
es gibt eine gewisse Grenze an Fahrzeugen, die im Innenstadtbereich sein darf, eben wegen dieses Staus, den man vermeiden möchte. Man möchte vermeiden, dass sozusagen viele Emissionen entstehen, dass viele Menschen dadurch beeinträchtigt sind. Ist ja im Innenstadtbereich, ist ja die Wirkung von Emissionen weitaus höher als zum Beispiel auf dem platten Land. Da ist keiner, da kann ich niemanden sozusagen irgendwie schaden. Und man hat dort an den Außenbereichen einfach Ampeln, da wo eben keiner wohnt. Und die sind so lange rot, bis die Anzahl der Fahrzeuge wieder abnimmt im Innenstadtbereich, wenn wieder rausgefahren sind. Dann dürfen sie wieder reinfahren. Das macht man in Zürich aktuell und das hat man in Rio de Janeiro jetzt gemacht, während der Olympischen Spiele, um eben dort eben auch die Emissionen runterzubringen. Das ist sozusagen das, was sie machen können. Sie können dynamische Mautstraßenbenutzungsgebühren erheben, je nach Auslastung, je nach Emissionsbelastung. Sie können Smart Parking, das schärfste Schwert des Verkehrsplaners ist die Parkgebühr. Und man hat in San Francisco sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, indem sie dort eben sagen, ja, diese Parkgebühren, die ich habe, die ist eben nachfrageabhängig. Ich habe ein starres Angebot an Parkplätzen, ich kann künstlich keine schaffen, aber ich kann dafür sorgen, dass sozusagen da eine gewisse Nachfrage auch gesteuert wird. Dass diejenigen, die eben sagen, ich brauche diesen Parkplatz ganz unbedingt, aus welchen Gründen auch immer, diesen Parkplatz auch bekommen können. Wenn sie was Schweres zu schleppen haben zum Beispiel, dass sie einen Parkplatz bekommen können, dann sind sie auch bereit, dafür mehr zu bezahlen. Und dass eben nicht derjenige da auf diesem Parkplatz steht, der eigentlich kein Problem hätte, auch mit dem ÖPNV zu fahren für seine Besorgung und diese Fläche einfach besetzt. Und darum geht es eigentlich. Und dann haben sie eben über den Tag hinweg Parkgebühren von 50 Cent die Stunde, die hochgehen bis 8 Dollar oder 8 Euro. Und das ist sozusagen das, was sie brauchen. Sie müssen dafür sorgen, irgendein Mechanismus, das kann der Markt relativ gut, dass sie die Bedürfnisse der Menschen irgendwie abbilden können. Und das funktioniert zum Beispiel über dynamische Parkgebühren. Natürlich, da müssen sie eine soziale Frage auch beantworten. Da müssen sie auch beantworten, wie Anwohner da parken sollen. Das gehört immer mit dazu. Aber dafür lassen sich auch Lösungen finden. Aber es geht nur mal um die Grundidee, dass man auch mal über andere Sachen nochmal nachdenken könnte. Bessert die Stadtkasse jetzt nicht so wirklich auf. Aber doch, putz. Nein. Intelligence Steering ist das Nächste, also sozusagen Verkehrsflüsse irgendwie in der Stadt steuern und zwar so steuern, dass sie wirklich da lang fließen, also nicht nur die Navigationsflüsse und eine Empfehlung gibt, sondern dass die Menschen eben durch Ampeln oder was weiß ich was auch da entsprechend gesteuert werden, diese anderen Wege zu nutzen, wo eben nicht die maximalen Belastungsspots sind, sondern vielleicht irgendwie den Außenbereich. Nächstes Thema ist dieses ganz klassische, ich als Mensch habe mein Handy oder ein anderes Endgerät, Device, später irgendwie packe ich mir ins Auge rein oder meine Klamotten oder sowas oder in die Uhr. Jetzt als Zwischenweg und werde irgendwie gelenkt durch die Stadt, navigiert. Also ich schaffe sozusagen auch in der fremden Stadt, zum Beispiel den öffentlichen Verkehr so zu nutzen mit dem richtigen Fahrausweis und so weiter und so fort, ohne mich großartig informieren zu können. Und das ist so ein Thema, das ist eigentlich schon durch. Also die EU-Kommission hat gesagt, 2019 muss sowas bundesweit verfügbar sein, ansonsten öffnen sie den Markt für Drittanbieter. Die öffentlichen Verkehrsunternehmen sind jetzt wie komplett am aufgescheucht, rennen sie rum. Und versuchen da gerade noch was zusammenzubauen. Mal schauen, vielleicht schaffen sie es diesmal, weil der Druck jetzt da ist. Aber das sind sozusagen die Lösungen, die sie halt auch brauchen, um eben auch einen nicht autoorientierten Lebensstil führen zu können. Sie brauchen ja sozusagen die gleiche Mobilitätsgarantie, sie brauchen den gleichen Komfort, sie brauchen die gleiche Information, wie jemand, der den PKW besitzt. Und wieso soll das denen auch nicht im Bereich ÖPNV bzw. nicht motorisierten Verkehr geben. So, kommen wir jetzt mal zu Wiesbaden und zum räumlich Verorteten. Was haben wir heute eigentlich in der Stadt? Also wir haben hier wirklich dieses Thema Reurbanisierung, wir haben dieses Thema Nachverdichtung, hier ganz klassisch im Neubau, der irgendwie in ein Bestandsensemble reingesetzt wurde. Was sind eigentlich die Folgen von dieser Nachverdichtung? Das ist nun mal das steigende Verkehrsaufkommen. Wenn mehr Menschen mir im Straßenzug wohnen und ich habe dort eben auch eine gewisse Verkehrserzeugung, dann muss ich diese Menschen auch irgendwie in der Stadt bewegen. Und das haben sie jetzt nicht nur, wenn sie irgendwelche Lücken füllen oder wenn sie irgendwelche Hinterhöfe bebauen, sondern es passiert zum Beispiel auch, wenn sie ein Stockwerk aufstocken, obendrauf noch. Und dann kommt eben so dieses Thema Stau und, was auch jetzt immer kommt, ist diese Parkplatznot. Man weiß immer nicht, was schlimmer ist, Stau oder Parkplatznot, aber irgendwie nur noch am Jammern. Und daraus abgeleitet eben diese Folge der negativen Umweltfolgen. Und Wiesbaden ist ja auch eine wachsende Stadt. Das bedeutet, sie werden jetzt ja auch nicht mehr komplett nur auf der grünen Wiese neu bauen, sondern sie werden auch darüber nachdenken, wie sie eben in den Bereichen, die gut erschlossen sind, die gut versorgt sind, die schon dicht bebaut sind, eben diese Baulücken bzw. diese Flächen weiter auszunutzen. Und dann brauchen sie eben neue Mobilitätslösungen. Und ich möchte jetzt noch mal ein Beispiel zeigen, wo man so eine neue Mobilitätslösung mal ganzheitlich gedacht hat. Und das ist
Darmstadt, das ist jetzt nicht ganz so weit weg. Ich habe extra ein hessisches Beispiel gesucht wegen Baurecht. Und ich möchte Ihnen kurz mal zeigen, was eben hier in dieser Franklin-Kaserne, ich sage es Ihnen gleich nochmal, sozusagen passiert. Das ist nur der Gestaltungsplan. Sie sehen, das ist halt relativ großflächig. Das geht auch so in Richtung Wiesbaden-Ostfeld oder wie auch immer, wenn Sie das bebauen möchten. Und es ist einfach mal sozusagen die Idee, was muss man denn heute eigentlich machen, wenn man eben nachhaltige Mobilität auch im Neubau umsetzen möchte. Ich zeige Ihnen nur kurz mal zwei Bilder. Quartierspark von Norden aus und dann eben hier die Erschließung mit dem Quartiersplatz, damit Sie nur mal so einen Eindruck haben, was dort eigentlich so gebaut wird. Das ist jetzt kein Einfamilienhausgebiet, sondern eher so mehrgeschossiger Wohnungsbau. Und hier sehen Sie schon schön Straßenbahn, also sozusagen die ÖPNV-Erschließung direkt vor der Tür und auch die Voraussetzungen zur Erschließung dieses Gebiets. Dazu komme ich gleich noch. Und was möchte man sozusagen hier machen? Man möchte es schaffen, durch ein innovatives Mobilitäts- und Erschließungskonzept die Mobilität ohne eigenes Auto komfortabel und wirtschaftlich attraktiv zu machen. Und das nicht durch Zwang, sondern freiwillig und bewusst. Das bedeutet, Sie entscheiden sich bewusst dafür und Sie entscheiden sich freiwillig dafür. Und wie schafft man das? Das schafft man erstmal mit dem Trend, dass Wohnen und Mobilität verschmelzen. Das ist ein Trend, der in Gesamtdeutschland jetzt zu sehen ist, weil wir einfach sehen, wir kriegen es nicht mehr hin mit den klassischen Werkzeugen, dass wir einfach Wohngebiete entwickeln, dieses Mobilitätsproblem damit mitzulösen. Das bedeutet, wir denken das jetzt heute integrativ enger verzahnt. Ein Modell davon sind solche kleinen Mobilitätsstationen, wo sie es eben schaffen, autofrei, autolos zu leben, mit dem Hauptverkehrsmittel ÖPNV oder Fahrrad oder zu Fuß. Und wenn Sie eben das Bedürfnis haben nach anderen Wegen, nach anderen Verkehrsmitteln, wenn Sie mal was Schweres transportieren können, haben Sie eben die Alternative, hier auch dann Elektromobil, Carsharing zu machen und so weiter und so fort. Und das bindet man sehr, sehr eng an die Mietverträge. Das bedeutet, wenn Sie dort mieten oder kaufen, sind Sie automatisch Mitglied in diesem Carsharing-Verein, Club und Sie bezahlen dafür auch mit in Ihrer Miete. Sie können auch nicht raus. Das klassische Mieterticket gibt es ja auch schon für ÖPNV. Sie mieten eine Wohnung und kriegen automatisch das Monatsticket mit dazu. Und Sie können da auch nicht raus. Sie haben das halt einfach. Wenn Sie es da haben, dann nutzen Sie es logischerweise auch. So, das ist der eine Bestandteil. Viel spannender ist sozusagen halt das, was eigentlich im Quartier passiert. Natürlich sehr stark über Fuß und Rad mit dem Umfeld vernetzt, mit der Innenstadt vernetzt. Sie haben flächendeckende Verkehrsberuhigung, Tempo 30, ganz klassisch, aber keine autofreien Bereiche. Also das ist sozusagen das, was man dazu sagen muss. Das ist kein autofreies Quartier. Sie haben natürlich die Ladestationen, Sie haben die E-Carsharing-Fahrzeuge, Sie haben natürlich auch die E-Pedelecs bzw. die Lastenfahrräder und Sie müssen auch 2 Fahrradabstellplätze pro Wohneinheit nachweisen und dann halt im ganzen Gebiet noch die dezentral wettergeschützten Fahrradabstellanlagen, die überall da sein müssen, ist übrigens mit Rahmenanschluss. Also das steht auch mit drin. Umgesetzt, wie gesagt, das Ganze im Bebauungsplan plus einem städtebaulichen Vertrag. Und was am spannendsten ist, ist sozusagen jetzt der nächste Slide. Da geht es nochmal ans Eingemachte. Maximal 0,7 Stellplätze pro Wohneinheit. Das bedeutet, Sie haben, wenn Sie dort eine Wohnung haben, nicht mal einen Stellplatz. Und 0,5 Stellplätze von dieser Wohneinheit müssen am Rand dezentral in größeren Parkierungsanlagen sein. Das bedeutet, Sie haben neben Ihrem Haus, neben Ihrer Wohnung keinen Stellplatz. Die restlichen 0,2 Stellplätze von diesen 0,7, die Sie dort haben pro Wohneinheit, die müssen direkt an Ihrem Haus sein, entweder fürs Carsharing-Fahrzeug oder eben für mobilitätseingeschränkte Personen. Und da kommen Sie auch nicht raus. Und jeglicher Parkstand im öffentlichen Raum ist bewirtschaftet. Das bedeutet, wenn Sie Ihr privaten Pkw mithaben möchten, dann müssen Sie eben bis an den Quartiersrand laufen. Sie müssen dorthin gehen. Sie können nicht mehr sozusagen fast direkt in Ihre Wohnung oder direkt daneben fahren. Sie haben diesen Komfort nicht mehr. Sie haben diesen Raumwiderstand, der auch gewollt ist, dass es eben ein bisschen unkomfortabler wird. Push and pull. Sie haben ein super Angebot auf der einen Seite, aber Sie haben sozusagen auch ja, die Schwierigkeit, Ihren privaten Pkw genauso stark zu nutzen. So, dann gibt es noch eine Aussetzung der Stellplatzpflicht, wenn die Einwohner im Umkreis von 750 Metern kein Kfz dauerhaft nutzen. Dazu müssen Sie sich als Mieter verpflichten. Sie sagen, ich habe eigentlich kein Auto. Dann braucht der Vermieter keinen Stellplatz zu errichten. Und ganz, ganz spannend ist, autofreie Haushalte müssen keinen Stellplatz erwerben und Haushalte mit Fahrzeugen müssen die Kosten für den Stellplatz einberechnen. Das bedeutet, wir haben es endlich mal geschafft, dass autofreie, autolose Haushalte nicht die anderen mit quersubventionieren. Ich zeige Ihnen jetzt mal ein paar Zahlen. Das sind die Kosten für einen Stellplatz. Das sind, wenn Sie Oberfläche
9.000 Euro und wenn Sie Tiefgaragen 18.200. Das ist jetzt der Durchschnitt der gesamten Bundesrepublik. Da sind halt auch die Einfamilienhausgebiete im Münsterland dabei, wo Bauland irgendwie 100 Euro den Quadratmeter kostet. Das ist nichts. Das bedeutet, die Preise in der Stadt liegen eigentlich noch weitaus höher. Und was Sie halt auch haben, sind 250 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche an Baukosten dazu, wenn Sie einen Stellplatz errichten. Wir reden ja auch immer über günstiges Wohnen. Das ist relativ viel. Oder wenn Sie mal unten einen Tiefgaragenstellplatz haben, 650 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, das sind 11-19% Ihrer Gesamtmiete, die für den Stellplatz draufgehen, in der Tiefgarage. Stellen Sie mir vor, was Sie für eine Kaltmiete haben, 10% davon, und das ist das, was Sie, wenn Sie einen Tiefgaragenstellplatz haben oder hätten, dafür bezahlen müssen. Ich habe mal einen Immobilienentwickler gesprochen, also relativ viele aus Hamburg, die haben gesagt, naja, ein Drittel unserer Baukosten, das ist halt Küche, Bad und Stellplatz. Auf was kann man denn als erstes verzichten? Auf den Stellplatz. Und deswegen schaffen sie es eben nicht mehr in Städten wie Hamburg, Berlin, in den ganzen Großstädten, diese umfassenden Tiefgaragenanlagen zu bauen. Wenn sie Rampen bauen müssen, wenn sie noch mehrgeschossige Tiefgaragen bauen, dann wird es umso noch teurer. Wenn sie es schaffen, die Stellplätze wegzunehmen, dann haben sie sozusagen gewonnen, dann haben sie auch sozialen Wohnungsbau, beziehungsweise günstige Kaltmieten, beziehungsweise auch günstigeren Wohnraum für junge Familien und so weiter und so fort. Das Ganze müssen sie jetzt nicht nur groß denken, das können Sie auch klein denken. Das ist jetzt mehr das Franklin-Quartier in Mannheim. Das andere war, schon wieder den Namen vergessen. Lincoln, genau, sorry. Mein Namensgedächtnis ist echt schlimm. Da haben Sie sozusagen das gleiche Mal, nur auf Einfamilien- und Reihenhausgebiet, weil man muss ja nicht immer drüber nachdenken, das sind so riesige Gebiete, die irgendwie urban sind. Man kann das Ganze auch ein bisschen schlauer machen. Ich zeige Ihnen nochmal die Draufsicht. Ist relativ bunt, weil es Niederländer sind, die dieses Konzept entwickelt haben. Aber Sie sehen schon, Sie haben eigentlich hier innen drin, wo die ganzen Häuser sind, da ist eigentlich gar nichts. Das sind nur so kleine Wohnwege, wo Sie mit dem Fahrrad und zu Fuß reingehen können. Sie haben hier wieder die Straßenbahn. Straßenbahn. ÖPNV-Erschließung, ganz wichtig. Und Sie haben hier jetzt eben doch zwei Tiefgaragen. Hängt aber damit zusammen, dass das Gebiet sozusagen halt relativ groß ist und auch Einfamilienhaus und so. Das gehört ein bisschen so zum Lebensstil noch dazu, das Auto, aber das sind halt auch so Kosten, die können Sie auch ablösen. Aber es zeigt sich eigentlich, dass man heute versucht, so großflächige Neubaugebiete, so Verkehrs- oder motorisiert, also mit möglichst wenig Pkw vor allem abzuwickeln. Und das Thema Straßenbahn und Stadtbahn und auch Elektromobilität ist eigentlich etwas, was halt sehr, sehr wichtig ist, auch für Neubaugebiete, auch für Stadtentwicklung. Wir wissen, dass Straßenbahnen entlang der Trassen die Bodenpreise und Grundstückswerte sehr stark steigen lassen. Wir wissen, dass wir die Entwicklungspunkte vor allem an den Haltestellenbereichen haben. Dort passiert was, dort habe ich eine gewisse Frequenz auch an Ein- und Aussteigern, an Menschen. Dort ist sozusagen das auch, wo Stadtentwicklung in den nächsten Jahren dann stattfindet. Plus eben diese Sache, ich kann dort also luftschadstofffrei und sogar theoretisch, wenn ich es mit regenerativen Energien antreibe, CO2-freie Mobilität abwickle. Das schaffen Sie mit Elektrofahrzeugen zum Beispiel nicht. Sie haben eine höhere Attraktivität als beim Bus. Sie schaffen es, mehr Fahrgäste zu attrahieren. In Mainz, die Mainzelbahn, hat man überraschenderweise mit einmal mehr Fahrgäste, als man je prognostiziert hat. Keiner weiß woher. Naja, Straßenbahn ist halt attraktiver als alles andere. Wenn Sie einfach mal international ins Umfeld reinschauen, Frankreich, USA, was die an Stadtbahnen und Straßenbahnprojekten bauen, das ist unfassbar. Das ist echt unfassbar. Das sind Milliardenbeträge, die dort einfach investiert werden, weil die haben sogar verstanden, dass sie in einem verstädteten Raum, wo man vielleicht auch Wiesbaden, ich rechne mal immer Mainz dazu, 500.000 Einwohner im Ballungsraum plus X haben, wo man einfach diese Mobilität braucht. Und wie gesagt, Wiesbaden ist ja die zweitgrößte Stadt Deutschlands ohne Stadtbahn. Münster ist die größte. Die denken gerade drüber nach, ob sie eine bauen. Das bedeutet, vielleicht ist in 5 Jahren Wiesbaden die einzige ohne. Sie könnten schneller sein. Und sie haben einen großen, großen Vorteil. Jeder Straßenbahn- und Stadtbahnneubau ist bisher immer vor allem daran gescheitert, dass die Betriebshöfe so verdammt teuer sind. Einen neuen Betriebshof zu bauen, ein Straßenbahnunternehmen oder Betrieb aus dem Nichts heraus zu erschaffen, ist so schweineteuer, wenn Sie einen Betriebshof bauen müssen. Sie haben die große Chance mit den Mainzern zusammen. Sie sparen sich das. Und das ist, glaube ich, eine einmalige Chance, die es so in Deutschland nicht nochmal gibt. Und die sollten Sie auch nutzen. So, ich habe kurz
Ich möchte jetzt mal vor ein paar Bilder zeigen, nur damit Sie nochmal sehen, was andere Länder, andere Städte so machen. Es bestand jetzt vor allem, Spielen ist ganz wichtig draußen, dass Menschen Aktivität haben. Belebte Orte sind ganz, ganz wichtig, sind ganz, ganz schön. Das hier ist jetzt Beispiel aus Amsterdam, das kann man sich auch mal leisten als Stadt. Man glaubt, es ist eine Geldverschwendung, ne? Dann ist das Wasser und das bewegt sich so ein bisschen. Was glauben Sie, wie die Kinder sich freuen? Anderes Beispiel, das ist jetzt mal so Radabstellanlagen, Radverkehrsführung, Bahnhöfe, Platzcharakteristika. Das ist sozusagen auch eine gewisse urbane Qualität, die man schaffen kann. Ich habe schon gesagt, Nachverdichtung, wir können es uns eigentlich nicht mehr leisten, diese Betonflächen da links, diese asphaltierten Megaflächen so freizulassen. Man sollte die einfach nutzen. Es gibt aus den USA so lustige Spiele, das machen so ein paar Aktivisten, die vergleichen einfach pro Stadt, wer am meisten ungenutzte, tote Fläche hat. Und die kommen regelmäßig in ihren Stadtgebieten auf so ein Drittel bis ein, also bis 50% der gesamten Stadtfläche, die einfach verparken sind. Das sind einfach solche riesige Parkplätze, die einfach komplett tot sind. Die sind komplett ungenutzt. Und wenn ich das gleiche Spiel wahrscheinlich für Wiesbaden spielen würde, würde man wahrscheinlich ein bisschen weniger kommen. Aber sie hätten trotzdem wahrscheinlich noch sehr, sehr viel Flächen für den ruhenden Verkehr. So, man muss es jetzt nicht ganz übertreiben, weil das ist sozusagen das, was jetzt die Niederländer machen. Sieht das mal komisch aus. Okay, sie haben einen Kanal, sie baggern irgendwie rum. Was machen sie? Sie packen die Fahrzeuge unter das Wasser. Sie wollen die Fahrzeuge nicht mehr im Straßenraum haben. Und das ist jetzt kein Einzelbeispiel, sondern sie haben das auch öfters. In Utrecht, in Leiden haben sie das. Da werden komplette Tiefgaragen mit städtischem Geld, nur Steuergeld, das ist kein privater Investor, niemand, 10-geschossig drunter gepackt, um einfach sozusagen diese Stadtqualität zu haben. Wie gesagt, spielen. Der kostet sehr viel. Aber wie gesagt, die sind anscheinend bereit, es sich zu leisten. Also ich habe in Niederlanden noch nicht gehört, dass das mega Aufstände gibt. Das kostet sehr viel. Aber irgendeinen Nutzen muss es haben, weil die müssen auch irgendwie Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchführen. Die werden das irgendwie hinkriegen. Also, glaube ich. Spielen, wie gesagt, sehr wichtig. Das ist jetzt mal ein Beispiel aus Deutschland. Bensheim. Einfach mal sozusagen mitten in die Altstadt so einen kleinen Platz und Spielanlagen gepackt. Das fand ich auch sehr nett. Wenn es halt doch nicht reicht für viel Infrastruktur, dann nimmt man mal einen Eimer Farbe. Aber macht nicht sozusagen nur, ich markiere mit ein paar Strichen irgendwie die Aufstellflächen ab, sondern ich markiere das halt am besten farbig, dass es auch jeder erkennt. Und auch in einer ausreichenden Breite. Oder wir denken mal drüber nach, Kopenhagen, diese Baumscheiben, die wir eigentlich immer haben, wir nutzen die eigentlich falsch. Wir müssten eigentlich jede Baumscheibe noch die Bäume so weit auseinandersetzen, wenn wir eine neue Straße anlegen bzw. umbauen, dass dort Radabstellanlagen reingepassen. Weil ich brauche mein Fahrrad eigentlich vor der Haustür. Ich muss es sozusagen nicht erst aus dem Keller rausschleppen oder aus dem Schuppen holen oder sonst was, sondern ich muss darüber stolpern. Und ich brauche halt leider nicht diese Felgenklemmer, die sich man dort in Kopenhagen gebaut hat, sondern ich brauche halt sowas wie aus Gladbeck. Also das ist Gladbeck, ne? Das ist jetzt nicht die ambitionierteste Stadt, aber irgendwie, die schaffen es ja auch, sowas zu verorten. So, ich möchte mal ganz kurz ein bisschen weitergehen, weil das war ja sozusagen das, was man heute machen kann. Das ist nichts Großes, ne? Ich hatte ja gesagt, man muss für die Zukunft planen. Und jetzt geht es mal so ganz, ganz spacey. Jetzt gibt es auch mehr Fragen als Antworten, 2030, 2050. Und ich möchte mal kurz über das automatisierte Fahren sprechen. Das ist ja so ein Thema, ich meine, das ist mit sehr vielen Milliarden Euro Investitionsentwicklungsbudget unterfüttert. Auch politisch wird das nie so das große Problem sein, da die Rahmenbedingungen zu ändern. Aber wir könnten trotzdem mal drüber nachdenken, was passiert eigentlich mit den Fahrzeugen, wenn das kommt. Aber viel, viel interessanter, also das ist spannend sowieso. Weil wir sind sozusagen immer diese Visualisierung, wir haben das normale Fahrzeug und das ist irgendwie automatisiert. Das passt aber gar nicht mehr, weil sie brauchen keine Knautschzone, sie brauchen keine Versteifung und so weiter. Wenn sie das sozusagen automatisiert machen können, dann haben sie immer irgendwie einen sicheren Fahrzustand, dann können sie kleinere Flächen haben, dann können sie ganz andere Fahrzeugkonzepte fahren, dann haben sie auch ganz andere Flächenbedarfe für den MIV. Und das ist sozusagen auch immer unser falsches Bild. Das ist genauso wie Leute, die in ein automatisiertes Fahrzeug jemand reinsetzen, der ein Buch liest. Also ich finde das immer ganz nett, so als Kontrast, aber ich denke mir immer so, naja gut, Technik ist ja nicht einseitig, sondern die ändert ja noch in ganz vielen Bereichen was.
Und deswegen müssen wir auch darüber nachdenken, was passiert eigentlich, wenn man ein Kernelement von Stadt, also Mobilität und Verkehr, so stark anpasst und kann man das halt gestalten? Und das ist halt die ganz, ganz gravierende Frage, die wir uns beantworten müssen. Und die Frage geht eigentlich noch weiter. Wenn wir es schaffen, dass sozusagen Stadtverkehr auch automatisiert abgewickelt werden kann, das werden wir rein technologisch irgendwann schaffen können. Es wird nicht sozusagen, das kann 2050, das kann 2100 sein, das ist egal. Aber wir werden es irgendwann mit technologischem Fortschritt schaffen. Dass Rechner, Sensoren, Algorithmen und so weiter entwickeln sich immer stetig weiter. Irgendwer wird immer den Durchbruch schaffen. So. Deswegen ist gar keine Frage, nur Autobahn oder auch irgendwas statt. Aber die Frage ist sozusagen, was passiert denn dann mit unserem Umfeld? Also ich habe jetzt kurz mal was noch mitgebracht. Das ist ganz, ganz spannend. Weil das ist sozusagen das, was wir an Zeit pro Tag für Ortsveränderung, für Bewegung, für Mobilität aufwenden. Und das ist einmal dargestellt, hier nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Das da unten ist ein kleines Dorf in Tansania, die 1. Und das L, das sind die USA. Das sind alles Werte aus 1990, 80er Jahre. Aber ganz spannend ist, dass es sozusagen global über alle Kulturkreise, über alle Entwicklungsstände, über alle wirtschaftlichen Hintergründe ungefähr identisch ist. Das liegt immer so ungefähr bei 50 bis 70, 80 Minuten. Ist irgendwie so eine Konstante, nennen wir auch mal Chetty-Konstante, daher kommt das. So, jetzt denkt man, na gut, vielleicht ändert sich ja über die Zeit. Niederländische Zeitstudie 1970 bis 2005 ändert sich auch nichts. Das ist jetzt hier abgebildet, Stunden pro Person pro Jahr. Also andere Skala, aber gleiches Ergebnis. So. Was bedeutet das? Was bedeutet das, wenn wir sozusagen heute alle Verkehre, die wir so sehen, alle Raumstrukturen, die wir haben, die haben irgendwie was damit zu tun, dass wir irgendwie eine Stunde am Tag unterwegs sind. So. Und was passiert jetzt? Also das sind sozusagen Zeitkosten. Da sitzen wir heute hinterm Steuer, da können wir nichts machen, da müssen wir aufpassen, das ist keine Produktivzeit. Aber was passiert sozusagen jetzt, wenn das wegbricht? Was passiert eben, wenn wir diese Stunde eben doch konsumieren können? Wir werden wahrscheinlich Medien nutzen, wir werden wahrscheinlich irgendwie sozial unterwegs sein als Arbeiten. Produktivität in dem Umfeld, wo sich alles bewegt um einen rum, wo man sich selber noch bewegt, das ist immer ein bisschen schwierig. Aber dieses Thema Medienkonsum oder Konsum allgemein plus soziale Kontakte pflegen, wird wahrscheinlich in die Richtung gehen. Akzeptieren wir dann größere Distanzen? Weil wir dann wissen, okay, scheiß drauf, ob ich jetzt ein oder zwei Stunden unterwegs bin. Ich kann eben diese Zeit irgendwie doch produktiv nutzen. Ändern sich dann wieder unsere kompletten Raumstrukturen. Kriegen wir wieder dieses Thema zurück aufs Land, zurück ins Grüne. Da sehen wir jetzt schon so vielleicht einen Trigger. Was passiert mit den ganzen Nutzungen eigentlich in der Stadt? Also ich sage immer, naja, wir denken, wir fahren dann mit dem automatisierten Fahrzeug zum Friseur. Ist total schwachsinnig. Wieso ist der Friseur nicht in dem Fahrzeug drin, schneidet mir dort die Haare? Oder noch anders gedacht, wenn wir es schaffen, den Verkehr irgendwie automatisiert abzubilden, wieso brauchen wir dann noch einen Friseur? Das kann auch ein Roboter mit ein paar Sensoren, audiovisuellen, der schneidet mir immer die gleiche Frisur, genauso wie ich sie haben will. Der verschneidet sich nie. Natürlich. Also wenn wir sowas Komplexes wie Verkehr schaffen, mit allen möglichen Dimensionen, die um uns herum sich bewegen und auch Vorhersagen, Trajektorien, dann schaffen wir jemanden auch die Haare zu schneiden. Und das Gleiche gilt für Handel, das Gleiche gilt für alles andere auch. Und das ist sozusagen halt die spannende Frage, wie ändert sich denn vielleicht auch Stadt und wie ändert sich daraus die Mobilität raus? Und zurück aufs Land, zurück ins Grüne ist eben eine Frage von Zeit- und Bodenmärkten. Mobilität hängt ganz stark von Zeit ab und von Bodenmärkten. Bodenmärkte deswegen, weil ich mich irgendwann mal entscheiden muss, wenn ich mich wo niederlasse, was bin ich bereit dafür zu bezahlen? Und diese Frage beantworte ich halt einmal monetär. Okay, ich bezahle x Euro oder ich habe x Euro oder ich kann x Euro Kredit aufnehmen oder ich kriege x Euro Kredit für mein Haus. Und die andere Sache ist, naja gut, ich fahre eine halbe Stunde oder eine Stunde oder zwei Stunden zur Arbeit. Wir akzeptieren ungefähr eine Stunde, wir akzeptieren nur ein gewisses Budget, was wir ausgeben können. Aber die Frage ist, wie verändert sich das Ganze, wenn dieses automatisierte Fahrzeug kommen sollte? Und das ist sozusagen das, was ich Ihnen einfach nochmal mitgeben möchte. Da gibt es auch ganz, ganz viele andere Fragen. Was passiert, wenn Uber jetzt auch in Deutschland antreten darf und so weiter? Das wird jetzt bald kommen. Was passiert, wenn irgendwelche Konzerne international, die in Deutschland nicht greifbar sind, Modell Facebook, in Deutschland Verkehr anbieten? Eine Kommune kann das nicht untersagen. Das geht nicht. Das ist sozusagen die unternehmerische Freiheit, Grundgesetz, Grundrecht. Das ist halt sozusagen die Frage, inwieweit das kommen wird. So, Ende vom Lied. Ich komme wieder zurück zum Anfang, Zukunft der Mobilität, eben ganz stark davon ab, welche Entscheidung wir heute treffen.
treffen wir die Entscheidung, dass, wenn zum Beispiel Wiesbaden-Ostfeld bebaut werden sollte, dass wir so ein Modell haben wie Franklin oder das andere, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, Lincoln, danke, oder sagen wir, naja, eigentlich ist es uns egal, wir wollen diese ambitionierte Planung nicht, wir wollen diese Konflikte vielleicht nicht ausfechten, die auf uns zukommen, wir akzeptieren, dass da eben für 50 bis 100 Jahre was steht, was nicht so richtig passt, was nicht mit dieser CO2-Entwicklung übereinstimmt, was nicht mit der Lärmfrage übereinstimmt, was nicht mit den Luftschadstoffemissionen übereinstimmt. Wo sind wir bereit, irgendwie Cut zu machen? Wo sind wir bereit, vielleicht auch was persönlich abzugeben? Wo sind wir bereit, auch zum Beispiel Stellfläche abzugeben, umzubauen, neu zu bauen, ganz andere Dinge neu zu denken? Dass man Baum fällt von Radweg, ist auch so ein Thema, da kann man sich auch stundenlang mit Leuten in die Haare kriegen. Und so weiter und so fort. Aber es hängt sozusagen dann auch von Ihnen ab, es hängt von den beiden Herren hier vor allem ab, was sozusagen sich hier in den nächsten Jahren tut, aber vor allem auch, wie Wiesbaden sich in den nächsten Jahrzehnten weiterentwickelt. So, und dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu lang gewesen. Vielen Dank, Martin Randelhoff. Das waren ganz spannende, visionäre Impulse für eine genauso spannende Debatte. Gleich der Erwartungsdruck, das haben Sie beide gemerkt, der wurde jetzt eben gerade wieder zurückgespült. Ne? Ja. Schifffahrt kam übrigens doch vor, fiel mir auf. Wir haben ja Erfahrung mit der Flutung der Innenstadt durch Starkregen, da können wir vielleicht mal dran anknüpfen. Bevor Sie Fragen stellen können, eine Frage, Verkehrswende muss also wehtun. Wo möchten Sie beiden den Wiesbadenern wehtun? Was nehmen Sie hier mit? Ich weiß nicht, ob es wehtun muss, wenn man es tatsächlich gelingt, es mit den Menschen zu entscheiden. Ich sage mal, wenn wir die Chance hätten, 290.000 Wiesbadenern den Vortrag zukommen zu lassen und einfach auch nochmal erklärt, wie sich Stadt weiterentwickelt. Wir sind ja gerade in einem sehr umfangreichen Prozess, wir nennen das Wiesbaden, also WISEC 2030 Plus, an dessen Ende neuer Flächennutzungsplan und auch ein neuer Verkehrsentwicklungsplan steht, wo wir versuchen, wirklich die Bevölkerung mitzunehmen. Ich glaube, wenn man es ihnen erklärt, warum gewisse Notwendigkeiten einfach auf sie zukommen, dann weiß ich gar nicht, ob es wehtun muss. Aber vielleicht, man könnte ja, ich bin immer schon mal dran, ich sehe gerade Vera Kretz-Roth, die wird mich nachher wahrscheinlich wieder lieben. Vielleicht kriegen wir es ja mit Andreas Kowohl jetzt hin, dass wir endlich mal rund um die Ringkirche ein paar Wochen verkehrsfrei ausprobieren. Also mich hätte er da fest an seiner Seite. Ja? Ich denke, wir sind in der unglaublich glücklichen Lage und es ist dann am Ende aber auch noch eine soziale Frage, in einem der reichsten Länder dieser Welt zu leben. Insofern, es muss nicht wehtun und es kann gut tun. Und deswegen glaube ich, dass wir sehr viele von den Anregungen, die wir gerade gehört haben, hier im Stadtgebiet, ohne dass es irgendjemandem wirklich wehtun muss, nämlich bei den Dingen, die uns existenziell in einer Stadtgesellschaft wirklich betreffen, dann in irgendeiner Form einschränken. Also das Beispiel bei den Dieselmotoren, die Frage war ja ganz berechtigt, der SUV, der kostet halt 40, 50, 60.000 Euro. Ich kann die gleiche Mobilität mit einem Auto, das nagelneu ist, neulich C1 von Peugeot, Benziner, auch ökologisch nicht ganz so kritisch, mit 6.000 Euro Anschaffungspreis leisten und habe dabei noch einen Verbrauch von 3,5 Liter Benzin, wenn wir das Auto jetzt betrachten. Und ich kann gleichzeitig ein Fahrrad benutzen, das wiegt nur wenige Kilo, kostet ein paar 100 Euro und ich mache noch was für meine Gesundheit und fühle mich anschließend sauwohl. Wenn ich mit dem Fahrrad zum Büro fahre oder hier zu dem Termin zum Kollegen Oberbürgermeister, dann habe ich anschließend so viel Sauerstoff in der Birne, dass ich dann umso leistungsfähiger meinen Job wahrnehmen kann. Und das sind Leistungen und Qualitäten, die muss man erstmal vermitteln. Und wenn wir die vermittelt bekommen, werden alle sagen, das ist Lebensqualität, die will ich auch haben. Den Impulsen, die Herr Randelhoff gegeben hat. Ansonsten, ja, bitteschön hier. Also ich bin schon etwas älter und ich fahre jetzt seit über 10 Jahren Rad. Ich habe auch kein Auto mehr, nur ein bisschen Carsharing. Und ich finde es in dieser Stadt unerträglich. Die Luft ist schlecht, die Autofahrer benehmen sich wie, ich sage das Wort nicht, es ist wirklich furchtbar. Die Ampelschaltungen sind fast alle nicht darauf eingestellt. Und
Und wenn man mal mit einem Auto fährt, wir haben einen Spitzenwert bei einem ADFC-Test gehabt, wir dürfen gegen die Einbahnstraßen radeln. Machen Sie das mal. Ja, machen Sie das bitte mal. Und vor allem in den Straßen, die dazu eigentlich zu eng sind. Die Autofahrer sind unverschämt, die brüllen einen an, die machen die schlimmsten Sachen. Wenn man auf seinem Recht bestehen will, also lieber bestehe ich da nicht drauf. Aber ich finde, es gibt hier so viele Dinge zu tun. Und viel Sauerstoff im Kopf bei dem Radfahren vom ersten Ring oder wo Sie langfahren und zum Rathaus. Ich möchte das mal gemessen haben, was Sie da an Luftschadstoffen aufnehmen. Die Frage an den Verkehrsdezernenten, wie möchten Sie das Verhältnis Autofahrer in Wiesbaden verbessern, ganz konkret? Also das wird sich erst dann wirklich verbessern, wenn mehr Radfahrer unterwegs sind, ganz einfach. Also solange der Radfahrer als Exot auf der Straße wahrgenommen wird, und das ist mir in den ersten Wochen hier sehr prägnant aufgefallen, wenn ich auf einer Bahnhofstraße, die vom Hauptbahnhof zur Innenstadt zum Rathaus dann mit einem Busverkehr belastet ist. Wir haben einen Radfahrstreifen, der ja schon immerhin ein Angebot ist, aber gleichzeitig mit Baustellen und Ähnlichem letztendlich kaum den Weg für den Radfahrer wirklich freigemacht habe, dann stehe ich ständig im Konflikt mit dem Busfahrer, mit dem Kraftfahrzeug und den Transporteuren, die dann auch noch den Radfahrstreifen zum Parken nutzen. Das müssen wir dringend ändern. Wir werden sicherlich bei der Verkehrsüberwachung, ist ja auch bei mir inzwischen angesiedelt, uns sehr stark mit dem Thema beschäftigen, Radfahrstreifen freizuhalten, Radwege freizuhalten, dass sie nicht beparkt werden. Und das wird eine Herkulesaufgabe, aber das werden wir machen. Und das Zweite ist natürlich, je mehr Radfahrer in dieser Stadt unterwegs sind, desto mehr wird es zum Normalzustand. Ich fahre natürlich jetzt ganz bewusst sehr viel, nicht nur, weil es sehr viel Spaß macht, weil der Sauerstoff in der Birne dann entsprechend angereichert wird, sondern wir müssen einfach viel präsenter sein. Und diese regelmäßigen Donnerstagsfahrten zeigen das natürlich dann auch zum Glück, dass hier auch einige Menschen mit dem Rad unterwegs sind. Im Rahmen der Nachfrage oder der entsprechenden Verkehrsmittelwahl werden wir sicherlich diesen Konflikt ein Stück weit entschärfen können, weil wenn der Autofahrer kapiert, da gibt es immer mehr Menschen, die Radfahren, dann ist der Konflikt sicherlich nicht ganz so gravierend. Ich muss allerdings eingestehen, die Aggressivität in der Innenstadt insbesondere ist unglaublich. Ich stelle fest, selbst Busfahrer schneiden Radfahrer verkehrsgefährden, was ich jetzt eigentlich auch nicht akzeptieren kann. Und wir müssen uns an dieser Stelle ganz intensiv mit dem Autofahrer beschäftigen, weil er muss langsam einsehen, er ist nicht allein auf der Welt. Hinter mir ist eine Frage. Also ich bedanke mich nochmal für diesen wirklich ganz tollen Vortrag, wie ich finde. Und es geht auch um diese Zivilgesellschaft. Das heißt, es geht auch von unten. Ja? Das heißt, nur wir können, glaube ich, diese Veränderung bewirken. Und jeder tut das auf seine Art und Weise. Sie haben ja vor 10 Jahren aufgehört. Ich habe vor 2 Jahren, also ich wohne hier um die Ecke im Rheingauviertel, also ich muss auch zugeben, es war alles zugeparkt und jeden Abend, fast jeden zweiten immer ein Knollen und so. Ich habe es irgendwie dann eingesehen, wenn ich was verändern will, dann muss ich selbst was dafür tun. Und ich bin jetzt seit 2 Jahren ohne Auto. Und Sie sagen, und das finde ich ja auch ganz wichtig, wenn alle die Möglichkeit hätten, auch diesen Vortrag zu halten. Und weil ich glaube, es geht wirklich so um Bewusstseinswandel. Und was ich Ihnen auch vorwerfe, ich habe letzte Woche eine ganzseitige Anzeige, Die Bundesregierung wirbt für Zeit für Mobilitätswandel. Ja? Das heißt, die Bundesregierung ist, also die Große Koalition, viel fortschrittlicher als wir in Wiesbaden, weil wir eben nichts. Und Herr Gerich, ich muss ehrlich sagen, ich habe Sie gewählt und viele meiner Freunde und Familie, und wir sind maßlos enttäuscht, dass wir hier 4 Jahre auch Stillstand hatten, was diese Verkehrswende betrifft. Und es ist wirklich traurig, dass wir so diese Stagnation hatten in den letzten Jahren, wo sich wirklich nichts tut. Und Sie sagen, Radfahren ist ein Nahtoderlebnis in Wiesbaden und lächeln dabei. Also ich finde es irgendwie mittlerweile nicht so witzig, weil das wirklich jeden Tag auf der Rheinstraße für mich zu fahren, ist einfach wahnsinnig gefährlich. Ja? Und auch in diesem Sinne, ja, werbe ich dafür, also diese Bewusstseinswandel, ja, eben Aggressivität wegnehmen und dieses Verständnis zu haben, ja, das kann, glaube ich, nur, da kann die Stadt auch was machen und auch in dieser Richtung weitermachen, dass wir irgendwelche Kampagnen starten, dass die Wiesbadener es mitkriegen, dass es Zeit für einen Wandel hier ist. Herr Oberbürgermeister.
Zunächst mal ist es ja wunderbar, wenn die Bundesregierung bundesweit ganzseitig Anzeigen schaltet. Viel lieber wäre es, wenn sie mal ein bisschen Kohle für eine echte Verkehrswende an die Kommunen geben würde. Das fände ich an der Stelle viel sinnvoller. Was Ihre Enttäuschung angeht, schauen Sie, ich bin gerne Oberbürgermeister dieser Stadt und ich bin das gerne seit 4 Jahren, aber ich bin nicht der Kaiser. Ich sitze also nicht im Rathaus und kann per Dekret, wie das vielleicht in anderen Teilen dieser Welt, wie ich finde, völlig zu Unrecht noch funktioniert, entscheiden, was gerade mal passiert. Auch ich bin abhängig davon, dass wir Mehrheiten in der politischen Landschaft dieser Stadt bekommen. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz gut, dass wir mit dem Eintritt der Grünen jetzt in die Stadtregierung tatsächlich auch, was das Thema angeht, noch einen weiteren Partner, der das Thema Verkehrswende positiv nach vorne treibt, mit im Boot haben. Es ist nun mal kein Geheimnis, dass das Thema Verkehrswende bei SPD und den Grünen eher eins ist, wo wir gut Seite an Seite nebeneinander gehen. Aber es gibt nun mal auch große politische Kräfte in der Stadt, die eher das Thema der autogerechten Stadt nach wie vor, wie ich finde, propagieren. Und dann muss man einfach dicke Bretter bohren. Das macht man nicht mal eben per Federstrich, sondern das ist tatsächlich das Bohren dicker Bretter. Und ich habe das schon öfter mal gesagt, lasst uns doch einfach mal mutig sein und so Dinge wie das Thema Ringkirche tatsächlich ausprobieren. Nur dadurch, dass ich es sage, hören das Menschen, aber passiert es leider noch nicht und befehlen kann ich es nicht. Deswegen kann ich Ihre Enttäuschung nachvollziehen, aber mag auch um einfach ein bisschen Geduld bitten. Was in 50 Jahren in dieser Stadt gewachsen ist, das kann man nicht mal in 4 Jahren einfach so verändern. Und mein Kollege Kowohl hat es ja auch schon gesagt, wir werden darüber streiten müssen in dieser Stadt, wo wir den zur Verfügung stehenden Raum tatsächlich auch anderen Schwerpunkten zuführen. Das wird schmerzlich sein und das wird wehtun, weil eins ist doch klar, das erleben wir gerade im Prozess WISEG 2030, die Stadt, die wir heute haben, auch wenn wir sie 20 Jahre weiterdenken, sie ist zu 95% gebaut. Wir werden nicht Straßenzüge abreißen, um anderen neuen Verkehrsmitteln mehr Raum zu geben, sondern wir werden den Raum, den wir zur Verfügung haben, intelligenter aufteilen müssen. Das wird Schmerzen bereiten, aber ich sag mal, wenn wir ordentlich alle gemeinsam dafür kämpfen, dann kann man an der einen oder anderen Stelle auch, glaube ich, ein paar Schmerzen gut vertragen. Erstmal vielen Dank an das Podium, dass Sie überhaupt hier sind, sich so offen stellen, finde ich toll. Mein Name ist Boris Makroth, ich habe Fragen. Ganz ins Konkrete, wir haben Straßen genannt bekommen, Rheinstraße, riesiger Querschnitt, insbesondere Schwalbacher Straße, riesiger Querschnitt und es ist vollkommen autogerecht. Soweit ich mich erinnere, ist die Schwalbacher Straße auch eingebunden in Landesprogramm Innenstadt West Weiterentwicklung. Das Einzige, was ich wahrnehmbar an Umgestaltung sehe, ist der Neubau eines SUV-kompatiblen Parkhauses, nämlich des Kulin-Parkhauses. Also da ganz konkret die Frage, was passiert da eigentlich? Bleiben da Parkplätze erhalten oder kommt da vielleicht eine Radspur? Und die zweite Frage, die ich habe und gerne an Sie stellen möchte, wurde im Vortrag erwähnt, es gibt ja sowas wie strategische Kennzahlen. Eine Kennzahl wäre, wie viel Pkw wollen wir denn in dieser Stadt haben? Das kann man messen, das kann man kontrollieren. Weil mir fehlt der Glaube daran, dass es mit rein werbenden Maßnahmen, die auch nötig sind, möglich ist. Also da die Frage, wird es denn auch hart controlled? Also bei den großen Straßen, die ja in der Tat absolut autogerecht sich heute darstellen, werden wir sicherlich genau diese Flächen benötigen, um zum Beispiel dem Radverkehr Raum zu geben. Das ist die Rheinstraße, das ist die Schwalbacher Straße, das sind die Ringe, der erste Ring. Es ist nicht stadtverträglich und es ist ein Irrsinn, dass wir am ersten Ring am Hauptbahnhof 60.000 Fahrzeuge jeden Tag fahren lassen. Das ist der blanke Irrsinn. Wir haben im Osten, ich war ja bis vor kurzem in Hanau aktiv, da gibt es eine A66, die ist 6-streifig ausgebaut, fahren 34.000 Fahrzeuge. Und hier lassen wir es zu, dass mitten in einer Stadt auf einer wichtigen Verkehrsverbindung für alle Verkehrssysteme, auch die Busse, auch den Radverkehr, auch den Fußgänger, 60.000 Fahrzeuge direkt an bewohnten Erdgeschosswohnungen vorbeifahren. Das kann nicht sein. Und ich weiß, als wir hier in den 90er Jahren über Luftschadstoffe schon diskutiert haben, da gab es an der Ringkirche, deswegen machen wir die auf jeden Fall autofrei, gab es Räume,
wo im ersten Stock Menschen gelebt haben, deren Luftschadstoffsituation so stark war, dass beim Benzol die Arbeitsstättenrichtlinie übertroffen wurde. Und die haben da Stund um Stund, nicht nur 8 Stunden zum Teil, sich daran aufgehalten, insbesondere Kinder und Frauen. Und ich sage mal, das sind Zustände, die wir heute beim Stickoxid nicht ganz so dramatisch, aber vergleichbar hinnehmen. Und da müssen wir was machen. Und ich sage mal, es wird sicherlich für uns nicht besonders lustig sein. Und dann kommen wir doch zu den Schmerzen, wenn es zu einem Dieselfahrverbot in dieser Stadt kommen sollte. Da stehen wir kurz davor. Im Herbst wird in Leipzig für Düsseldorf entschieden und anschließend sind wir dran. Das wird eine ganz harte Nummer, weil wir dann mit vielen, vielen Menschen in dieser Stadt zu reden haben. Über 30.000 Menschen haben einen Diesel, der nicht Euro 6 zum Beispiel umfasst oder diese Schadstoffkategorie hat. Und dann werden die bestimmte Bereiche der Innenstadt nicht mehr einfahren können. Wenn es eine blaue Plakette gibt, gibt es keine blaue Plakette, können alle nicht reinfahren, nämlich alle Dieselfahrzeuge. Insofern, das sind die Dinge, die auf der anderen Seite zu diskutieren sein werden. Und wir werden vorher, und dazu sind wir ja nun wirklich berufen und aufgefordert, auch im Rahmen dieser Kooperation, die diese Stadt jetzt lenkt, sind wir berufen, uns massiv mit einer Verkehrswende auseinanderzusetzen. Dazu gehören Radwege, dazu gehört eine intelligente Verkehrssteuerung bei dem, was wir noch im MIV abwickeln müssen. Und ich kann es überhaupt nicht verstehen, dass man dann auf der Wilhelmstraße, damit einer seinen Kontoauszug bei der Deutschen Bank holen kann, die komplette Spur für den Verkehr, auch für den Radverkehr dann zumachen und sich da ein Rückstau dann zumindest für die nächsten 10, 20 Minuten ergibt. Das sind Luftschadstoffe, die sind vermeidbar, da wird Verkehrsraum sinnlos, wirklich sinnlos für den Komfort Einzelner geopfert, wo dann ein Radverkehr nicht durch kann, wo dann der MIV noch einen Rückstau verursacht und ähnliches mehr. Und das haben wir in dieser ganzen Stadt an ganz, ganz vielen Stellen. Das heißt, wir müssen über solche Maßnahmen auch zulasten Einzelner natürlich nachdenken. Beim Parken werden wir sicherlich viele Flächen aus dem Straßenraum wegnehmen fürs Parken. Wir werden eher dann auch mal gucken, ob wir hier und da nicht Parkgebäude füllen. Hier vorne am Rathaus, schräg gegenüber, macht jeden Abend um 18 Uhr die Volksbank ihre Tiefgarage dicht. Warum wird die nicht bewirtschaftet? Und wir können dafür die Autos aus dem Straßenraum in solchen Einrichtungen dann auch über Nacht abstellen. Und ich habe es gesagt, im Rheingauviertel Mitte West, es ist doch Irrsinn, dass wir unsere wunderschönen Straßen jeden Abend komplett zustellen mit Blech, Aufenthaltsqualität gleich null und bei schönem Wetter können die Leute dann zwischen den Blechkisten rumlaufen. Wir haben hier eine Frage. Ja, ich würde gerne nochmal zu Ihrem vorherigen Wortbeitrag zurück und ich finde es ein bisschen merkwürdig. Wir haben jetzt in diesem Vortrag, den ich fantastisch fand, von der Begrifflichkeit Push and Pull gehört, die darauf hinzieht, dass durchaus Politik eine Steuerungswirkung hat. Und ich finde es fatal, wenn im Anschluss vom Verkehrsdezernenten gesagt wird, solange hier nicht mehr Fahrradfahrer unterwegs sind, kann sich auch nichts ändern. Ich bin jetzt vor einem Jahr Mutter geworden und ich wohne seit 6 Jahren in dieser Stadt und von Anfang an fahre ich Rad. Seit einem Jahr tue ich das nicht mehr so gern. Zunächst ist es nicht ganz einfach, aber mittlerweile habe ich so einen Fahrradsitz. Aber ich sterbe jedes Mal so einen kleinen Tod, wenn ich mit diesem Kind hinten drauf durch die Stadt rolle. Und sei es nur auf dem schnellsten Weg raus, um irgendwo eine Fahrradtour zu machen. Es ist eine Zumutung, es geht nicht. Und diesen Appell, Entschuldigung, den will ich mir so nicht anhören, sondern ich will, dass von Politikseite einfach neue Wege gesetzt werden. Und dann haben meine Nachbarn halt nicht mehr 2 Autos vor der Tür. Und ich wohne am Ring, ich habe diese Stickoxide sozusagen jeden Tag um die Nase. Und ich finde es auch merkwürdig, dass Sie hier erzählen, dass das alles zukunftsvisionär alles umgestaltet werden soll. Und ich frage mich, wie passt das zusammen mit realen Entscheidungen aus dem letzten Jahr, oder ist es jetzt schon 1,5 Jahre her, dass auf einmal auf dem Ring geparkt werden darf. Und ich denke mir, so eine kolossale Scheiße. Wenn ich da mit dem Fahrrad langfahre, es ist saugefährlich und es macht alles nur noch schlimmer. Punkt. Herr Kowal. Sie haben völlig recht und ich glaube, da widersprechen wir uns auch nicht. Die Aggressivität von Autofahrern gegenüber Radfahrern rührt, und das war meine Erklärung daher, dass so wenig Radfahrer in dieser Stadt unterwegs sind. Und jeder einzelne Radfahrer, weil er als einzelnes Exemplar im Straßenraum dann vorkommt, als Störung, als Hindernis oder sonst was wahrgenommen wird. Wir können den Menschen zwar immer wieder die Straßenverkehrsordnung um die Ohren hauen, aber das wird nicht daran eine Änderung hervorrufen, dass Leute sich dann adäquat verhalten. Der Radfahrer ist völlig gleichberechtigt zu jedem Autofahrer im Straßenraum unterwegs. Er hat das Gebot, sich eher am rechten Rand der Fahrbahn entlang zu bewegen mit einem ordentlichen Abstand.
Und jeder Autofahrer muss dann mindestens mit 1,50 Meter, so sagt die Richtlinie, in Abstand zu diesem Radfahrer sich dann an diesem vorbei bewegen. Und wenn es nicht möglich ist, dann muss er halt dahinter bleiben. So ist die Rechtslage. Das werden wir aber im Moment jetzt niemandem mit Gewalt einprügeln können, sondern wir müssen erstmal erreichen, dass wir über Angebote, nämlich mehr Radverkehrswege, mehr Radfahrer in die Stadt bekommen und damit auch den Autofahrer ein bisschen daran erinnern, dass er nicht allein auf der Welt ist. Was die restriktiven Maßnahmen anbelangt, ich habe gerade die härteste angesprochen, alle Dieselfahrzeuge dürfen nicht mehr in bestimmte Bereiche der Innenstadt reinfahren. Das kann im Herbst drohen und dann stehen wir vor einem nicht unerheblichen Problem, auch in einer gewissen Rechtfertigungsnotwendigkeit, aber das wäre eine der härtesten Maßnahmen, die ich mir vorstellen kann. Wir sind gleichzeitig mit einer ganzen Reihe von Projekten gerade am Start. Die Citybahn wird eine hochkomfortable, und es ist ja schön gesagt worden, wie attraktiv schienengebundene Verkehrsmittel sind, durch die Stadt fast schwebend, würde ich mal behaupten, dann sehr viele Menschen komfortabel transportieren können an den Stellen, wo wir die höchste Verkehrsnachfrage haben. Und es macht ja auch nicht wirklich Spaß, in der Luisenstraße oder in der Friedrichstraße mit dem Rad entlang zu fahren zwischen den ganzen Bussen, die sich dort hin und her bewegen, auch wenn da ansonsten kaum ein anderer unterwegs ist, nämlich viele Radfahrer, ein paar Fußgänger und die Busse. Aber die Busse sind dort auch in der Masse, in dieser Massiertheit ein richtiges Problem. Hier wird eine Citybahn eine erhebliche Entschärfung mit sich bringen. Man muss dann zwar mit den Gleisen ein bisschen aufpassen, aber das kriegen wir baulich sicherlich gut hin. Insofern, Sie haben völlig recht, im Moment die Situation nicht zufriedenstellend. Ich kann es auch nicht verstehen, dass wir an vielen Stellen, Oberbürgermeister hat es ja gesagt, noch so viele Widerstände haben. Ich meine, wenn ich mit den Kollegen der CDU und anderer Fraktionen spreche, sagen die, ja, in 10 oder in 15 Jahren wird das alles ganz toll mit dem autonomen Fahren. Das ist elektrisch, da brauche ich nicht mehr meinen Führerschein. Ich kann da drin alles Mögliche machen und dann ist die Lösung am Tisch. Das wird so nicht funktionieren, weil wir einfach diese Begrenztheit des Raums, selbst wenn die Gefäße dann entsprechend kleiner sind, in einer Stadt nicht auflösen können, diesen Widerspruch. Und wir wollen ja mehr Lebensqualität in der Stadt erreichen, für den Aufenthalt, durch Fußgänger, durch Familie, durch viele Menschen, die sich in dieser Stadt aufhalten. Und es werden ja perspektivisch auch mehr, weil wir wachsen. Und es soll ja auch eine urbane Qualität, gerade in der Wiesbadener Innenstadt, weiter gefördert werden, dadurch, dass viele Menschen sich über lange Zeiten des Tages sehr wohl in dieser Innenstadt fühlen. Und dazu gehört der Freiraum für Menschen und für die passende Mobilität, aber nicht mit dem Auto. Die Verkehrswende muss wehtun, haben wir gehört. Moderation auch manchmal. Wir sind eigentlich schon am Ende dieser Veranstaltung. Ich frage jetzt mal, Herr Gehrig, Herr Kowal, können Sie noch in die Verlängerung? Wir haben ja hier Public Viewing auch. Ja. Viertelstunde, super, vielen Dank. Dann würde ich jetzt Folgendes vorschlagen, sonst drehen wir uns zu sehr. Also um Rad, ist es okay, eine Frage zum Radthema noch? Weil das ist, glaube ich, wirklich brennt allen auf den Nägeln. Ein Vorschlag. Ja, ich würde nämlich dann auch vorschlagen, dass wir vielleicht nochmal zwei andere Aspekte, die ja auch der Herr Randloff angesprochen hat, das Ostfeld zum Beispiel, da hätten Sie die Möglichkeit, oder zur Citybahn auch nochmal die beiden Verantwortlichen der Stadt auch zu fragen. Deswegen, also mein Vorschlag, eine Frage zum Rad, sonst brennt uns die Zeit weg, und vielleicht auch mal zu zwei anderen Aspekten, wenn das in Ordnung ist. Zum Rad, und Sie haben sich sehr lange schon gemeldet, das stimmt. Ich hätte einen Vorschlag, also es wurde ja auch gesagt, man verändert sein Verkehrsverhalten eben bei Bruchpunkten, und diese Fahrverbote, ich verfolge das schon seit Jahren, ich bin auch der Meinung, dass juristisch wahrscheinlich, dass diese Fahrverbot kommen wird für Wiesbaden, hoffentlich kommt es im Frühjahr oder im Sommer, und dann würde ich Sie vielleicht schon auffordern, dass Sie schon einen Plan in der Hinterhand haben, dass Sie dann vielleicht zum Beispiel an allen Hauptstraßen eine Fahrspur für den Radverkehr freimachen, weil Sie denn auf den Schlag fast 50% weniger Autos haben, also sprich, Sie brauchen die Spur nicht mehr. Und Sie haben dann viel mehr Radfahrer, weil irgendwie die Leute auch zur Arbeit kommen müssen. Also ganz, ganz, ganz konkret dazu. Ja, okay. Ich würde mich nur ganz kurz noch zum Thema Rad anschließen. Ich erlebe es genau umgekehrt, wie es eigentlich sein muss. Ich finde es völlig richtig, wie Herrn Kowold sagt, dass wir mehr Radfahrer brauchen, wir müssen sichtbarer werden. Das Gegenteil passiert. Ich gehöre zu den Aktivisten, die hier monatlich Radfahraktionen organisieren seit vielen Jahren. Und ich erlebe, dass mir immer mehr Leute sagen, ich komme aus einer anderen Stadt und fahre hier kein Fahrrad mehr, weil ich eben Angst habe, aus so schwierigen Situationen hier lebend rauszukommen. So, jetzt mal folgende Frage. Der Herr Gehrig, sehe ich natürlich genauso, ist hier nicht der Kaiser von Wiesbaden und kann es nicht bestimmen, dass jetzt hier plötzlich mehr Rad gefahren wird. Ich würde mir aber wünschen, dass bestimmte Personen in der Stadt sich öffentlich
häufiger pro Fahrrad äußern. Da ist es jetzt gar nicht notwendig, dass der Oberbürgermeister zu allen Terminen mit einem Fahrrad fährt oder mit einem Pedelec. Aber es wäre ganz wichtig, dass Stadtverantwortliche mal öfter in der Öffentlichkeit, in den Zeitungen und so weiter sagen, wir wollen Fahrradfahrer in dieser Stadt. Das wird im Moment nicht so wahrgenommen. Und ich finde, da muss ich ganz dramatisch was tun, dass also sozusagen eine Lobby pro Fahrrad auch tatsächlich entsteht. Und da appelliere ich an alle, das auch zu tun. Also zwei Vorschläge quasi, einen an Herrn Kowal und einen an Herrn Gehrig. Das nehmen wir natürlich sehr gerne auf. Es gibt auch inzwischen ein kleines Programm für diesen Sommer, aber auch fürs nächste Jahr, was wir alles machen wollen, um den Radverkehr zu fördern. Wir werden zunehmend Radabstellanlagen natürlich anbieten. Wir werden zusammen im ADFC jetzt zum Wilhelmstraßenfest, da sollte man ja auch gerade mit Blick auf den Konsum das ein oder andere Mal mit dem Fahrrad anrollen oder zu Fuß kommen oder den ÖPNV nutzen. Dort wird es eine Fahrradabstellmöglichkeit, die bewacht dann ist, gemeinsam mit dem ADFC geben. Wir werden dort eine kleine Servicestation vorhalten, um auch ein bisschen die Qualität des Radfahrens auch an dieser Stelle zu befördern. Und was jetzt angesprochen worden ist, wenn jetzt weniger Autos in der Stadt fahren, ich möchte gerne mit dem Instrument des Verkehrsversuchs arbeiten, um Widerstände erst einmal dahingehend auch auszubremsen, dass wir sagen, wir machen erst mal etwas versuchsweise. Sie haben vielleicht mitbekommen, in der Wellrichstraße ist derzeit eine Baustelle, die Straße ist unterbrochen, man kann da jetzt nicht durchfahren. Wir werden überlegen, ob wir das nicht einfach beibehalten, den unteren Teil der Wellrichstraße, wie es der Ortsbeirat schon gefordert hat, autofrei machen. Als Verkehrsversuch, das wird nur eine Zeit lang sein, aber wir wollen gucken, ob das nicht sogar klappt, dass wir diese Unterbrechung im Netz machen, dort den Raum wieder für Radfahrer, Fußgänger, für die Gastronomie und Ähnliches wieder hergeben und dass die Lebensqualität auch in diesem kleinen kurzen Abschnitt dann erhöht wird. Und mit solchen Instrumenten versuchen wir im Laufe der nächsten Monate die eine oder andere Aktion zugunsten des Radverkehrs, zugunsten des Fußgängerverkehrs und zugunsten der Lebensqualität dann auch umzusetzen. Und dazu gibt es ja glücklicherweise auch die Mittel. Das muss man ja dankenswerterweise in der Tat auch den Grünen, die da einen ganz, ganz wichtigen politischen Schwerpunkt gesetzt haben, sagen, dass wir ja vereinbart haben, auch wenn es noch nicht in den Haushalt eingeflossen ist, die Haushaltsberatungen stehen ja erst an, dass man zumindest schon mal für den nächsten Doppelhaushalt pro Jahr, pro Einwohner 10 Euro tatsächlich dem Thema Rad widmen will. Das sind Summen, von denen haben wir früher nur träumen können. Das sind nämlich jedes Jahr 2,9 Millionen Euro in Zukunft. Das ist ein richtiges Pfund. Das heißt, man spricht nicht nur drüber, sondern man hat auch den politischen Willen aufgeschrieben, es tatsächlich jetzt auch mal ein Stück weit in die Umsetzung zu bringen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Und was aus der Vielmeier sagt, es ist natürlich immer schwierig, ich rede sehr oft mit Journalisten. Das hat immer aber einen Anlass. Und wenn ich mit der Frau Emmet, weil sie gerade hier sitzt, vorhin gesprochen habe über das Thema Walhalla, dann ist es immer schwierig, dann guckt die mich komisch an, wenn ich einen Nebensatz fallen lasse. Am schönsten wäre es, die Leute kommen noch mit dem Fahrrad hin. Da hätte es jetzt wahrscheinlich gerade gepasst, aber oftmals passt es halt einfach nicht. Was mir da viel lieber ist, ich mache das seit 4 Jahren und es hat einmal drüber geschrieben, dass ich einen Tag in der Woche, natürlich nicht den ganzen Tag mich mit dem ÖPNV oder mit dem Fahrrad in der Stadt bewege, das geht bei 12 bis 14 Terminen schlichtweg nicht. Wenn man zwischendurch noch 10 Telefonate zu führen hat, das packe ich, also ich schaffe das nicht, der Kollege Kowal ist da jemand, der da ausgesprochen vorbildlich arbeitet, aber einen Tag in der Woche fahre ich entweder mit dem Fahrrad ins Rathaus oder ich benutze den Bus. So, das mache ich seit 4 Jahren, ich tue das einfach. Da spricht keiner drüber, aber das ist mir eigentlich auch egal. Mir ist es viel wichtiger, wenn ich im Bus sitze, dass die Leute mich dann sehen. Das sind dann halt nur 50, wenn der Bus voll ist in der Lahnstraße und morgens um die Uhrzeit sitzen eher nur 10 drin. Aber das ist mein kleiner, in der Tat bescheidener Beitrag dazu, tatsächlich auch mein Statement dazu abzugeben, dass man sich eben nicht nur im Audi A6 mit Chauffeur durch die Stadt fahren lässt, aber manchmal geht es halt bei mir einfach nicht anders. Wir haben noch Zeit für 2 kurze Fragen. Hier ist eine nicht zum Thema Rad. Ja, genau. Also Andreas Wennemann, ich bin Geschäftsführer vom Naturpark und Wiesbaden ist ja Mitglied des Naturparks. Und mein Job bringt eigentlich mit sich, dass ich mich um die Bewegung im Raum kümmere und zwar eben nicht nur im Stadtraum. Wir haben heute Stadt in Bewegung als Thema, aber ganz entscheidend ist, die gesamte Region mit in den Blick zu nehmen. Das klang mal so ganz kurz an mit den Netzbildern.
Also wirklich auch zu sehen, die Pendler, die von außen in die Stadt hineinfahren, ein Riesenthema. Aber genauso die Stadtbevölkerung, die am Wochenende dann aus oder abends aus der Stadt heraus zur Erholung in die Umlandregion fahren, sei es im Wald unterwegs ist, aber auch, ich sage nur vor 2 Wochen, der 30. April, als dann ganz Wiesbaden und Mainz in den Rheingau gefahren ist und also da der totale Stillstand kam. Also wir müssen wirklich weiterdenken bis hin zum Schwerlastverkehr. Und ich denke, das Entscheidende ist wirklich, wenn wir nicht handeln, das tut auch weh. Also wir müssen handeln. Das würde ich sagen, war ein Statement. Vielleicht noch eine Frage zu einem weiteren Themenkomplex. Ja. Eine kurze Frage hier. Entschuldigung, es ist keine Frage. Ich wollte nur noch mal zu der wunderbaren Vorstellung, dass sich das Radwegenetz oder überhaupt die Möglichkeit, Rad zu fahren, jetzt wirklich hoffentlich bald verändert. Ich wollte aber noch mal darauf aufmerksam machen, wir sind alle Fußgänger auch. Und der Fußverkehr ist etwas ganz Entscheidendes für das Wohlfühlen in einer Stadt. Und dafür brauche ich aber auch Fußwege, die nicht belegt sind von Fahrrad, von Auto, die dort parken und zwar auf Dauerparken. Beispiel Theodor-Heuss-Ring oder der erste Ring. Deswegen der Fußverkehr, der darf nicht vergessen werden, denn das macht das Wohlfühlen in der Stadt, wenn man zu Fuß auch laufen kann. Und das möchte ich einfach noch ergänzen, weil ich das sehr wichtig finde. Danke für diese Meinung und die Anregung. Und dann noch die allerletzte Frage dort hinten. Ja. Geht das ohne Mikro? Ja, ich versuch's mal. Lassen Sie mich mal ein neues so. Blatt aufzeigen. Eben ist es angesprochen worden. Mobilität ist ja kein Menschenrecht. Mobilität hat einen Hintergrund. Und wenn man das Thema Pendler anschaut, dann ist das auch für diese Stadt, wie viele Städte im Rhein-Main-Gebiet, ein Riesenthema. Was könnten Sie tun? Ich bin jetzt mal frech. Schicken Sie das Bundeskriminalamt Norsten, nach Potsdam oder irgendwie nach Wismar. Dort gibt es viel Infrastruktur. Warum nehmen Sie nicht mal Abstand von diesem ewigen Wachstumswahn? Ich habe es gehört, die wollen wachsen. Ist es vielleicht nicht falsch, in einer Stadt, die keine Ressourcen mehr hat, immer nur auf Wachstum zu setzen? Das ist meine Frage. Diese Frage ist eine völlig berechtigte. Es ist nicht die Aussage des Magistrates und auch nicht der Stadtverordnetenversammlung, dass wir uns wünschen, dass wir wachsen. So, wir erleben aber gerade, was passiert, wenn wir uns eben nicht mit dem Thema neuer Wohngebiete beschäftigen. Wir erleben nämlich, dass es eine ganze Reihe von Menschen gibt, die sich diese Stadt nicht mehr leisten können, weil es eben kein Angebot an günstigen Mietraum mehr gibt. Die Mieten galoppieren uns davon. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich vertrete es tatsächlich, dass ich der Meinung bin, dass jeder, der in dieser Stadt leben will, auch wenn er kein Double Income, No Kids hat, eine Chance haben soll, in dieser Stadt zu leben. Und das bedeutet, dass man dafür Raum schaffen muss. Ja, also ich weiß nicht, wie viel, ob wir hierfür jetzt eine Mehrheit bekommen würden, wenn wir sagen, die 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BKA, die wollen wir in der Stadt nicht haben. Dafür kriegen sie meine Stimme nicht. Das vielleicht noch einen Satz zu dem Wachstum und zu den Pendlern, weil in der Tat, das Wachstum ist jetzt nicht von der Stadt beschlossen worden und es wird jetzt vollzogen, sondern wir haben hier im Ballungsraum Rhein-Main einfach ein enormes Wachstum bei Arbeitsplätzen und Bevölkerung. Das ist auch nicht steuerbar. Es gab Bevölkerungsprognosen, die haben für Frankfurt einen Rückgang der Bevölkerung vorgesehen. Das ist seit mehreren Jahren genau das Gegenteil. Die wachsen in einer gigantischen Dimension, auch nicht verträglich, nicht sozialverträglich, nicht stadtverträglich und auch nicht verkehrsverträglich. Das haben wir. Wir haben jeden Tag auf den Autobahnen Bundesfernstraßen A3 und A5 Dauerstaus im Grunde genommen zu den Pendlerzeiten. Und wir haben gerade in Wiesbaden ein erhebliches Pendlerproblem aus dem Untertaunus. Wir haben 22.000 Auspendler aus Taunusstein. Sie können locker sagen, wo die sich entlang bewegen, nämlich auf dem ersten und zweiten Ring in Wiesbaden. Das ist ein Teil unseres Verkehrsproblems und damit müssen wir umgehen. Und ich sage mal, die Citybahn mit der Verbindung Ahrtalbahn-Reaktivierung wird uns da erhebliche Entlastungen bringen. Das ist natürlich nicht die alleinige Lösung. Wir müssen auch das Mobilitätsverhalten vieler Pendler verändern. Aber ich sehe da durchaus Chancen, dass wir auf diesem Weg mit einem neuen Verkehrsangebot auch da einiges an Verbesserungen erreichen können. Und deswegen, das Wachstum ist nicht gewünscht, es wird aber stattfinden. Und das mindestens für die nächsten 10 bis 20 Jahre. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen.
Herzlichen Dank. Das ist jetzt der Schlusspfiff. Die Verlängerung ist leider vorbei. Wir gehen nicht ins Elfmeterschießen. Ich würde sagen 1:0 für den Heimathafen heute Abend. Und aber es gibt keine Verlierer, keine Gewinner. Wir sind alle Gewinner heute, weil wir viel Input bekommen haben. Herzlichen Dank erst nochmal an Martin Randelhoff, auch wenn jetzt Sie die Diskussion nur verfolgt haben. Aber der Input war, glaube ich, sehr intensiv. Wir nehmen einiges mit. Lassen Sie mich ganz kurz Stichworte nennen. Verkehrswende tut weh. Wir müssen unseren Lebensstil hinterfragen. Der Erfolg steht und fällt mit den Bürgermeistern und mit uns allen, die in Push- und Pull-Faktoren das auch wollen und das auch akzeptieren, wenn es wehtut. Aber es darf wehtun, aber nur mit Bürgerbeteiligung. Das haben uns Herr Gehrig und Herr Kobol auch versprochen. Küche, Bad, Stellplatz. Ich glaube, es gibt noch zu viele, die auf Bad verzichten. Flutung der Innenstadt haben wir schon besprochen, dass das echt ein guter Weg wäre. Und Friseur im Fahrzeug, mal gucken, ne, ob wir das brauchen. Dann fasse ich noch ganz kurz zusammen, was uns die Verantwortlichen mitgeben. Die Radwege-Thematik ist auf dem Schirm und wird angegangen. Miteinander natürlich mit den Autofahrern, aber es wird schwieriger für die Pkw-Halter, auch was den Parkraum betrifft. Wir werden Verkehrsberuhigungsprojekte bekommen, Stichwort zum Beispiel Wellritzstraße. Das wird sicher spannend, Parkraum wird wegfallen. Sie drohen mit einem Dieselfahrverbot, auch das war recht konkret, je nach Gerichtsurteil, vielleicht ab 01.01.2018. Und die Citybahn, da wird große Hoffnung auch drauf gelegt, ganz im Sinne von Martin Randelhoff. Also, dieser Nachhaltigkeitsdialog war das Zeichen, es wird in den Bürgerdialog getreten. Es tut weh, aber gemeinsam ein bisschen weniger. Dankeschön fürs Kommen. Tschüss.